Bin ich zu hören? Ja. Hallo? Ja, hallo. Hallo, hallo. Test. Ja, das ist leise. Ja. Geht das auch ohne Mikro? Ja. Doch, doch, bestimmt im Leid. Ah, jetzt ja, wirklich, oder? Hört man was? Ja. Das ist schnell. Ja, das stimmt, glaube ich. Wir haben alles ausprobiert vorhin, ne? Ah, jetzt aber, oder? Ja. Also, wir drei, Chrissy Libanio, Stefan Schwering und ich heißen euch erstmal herzlich willkommen zu unserem ersten Blogsofa. Und ich möchte jetzt noch ein paar organisatorische Sachen loswerden. Dass die Twitter-Roll läuft, habt ihr gesehen. Wir haben auch noch einen Livestream, der wird über unsere Netzwerke gesendet. Und ihr könnt hier ins WLAN. Der Netzwerkname ist Stadtbüchereien Lesefenster und das Passwort ist SIDAN16. Das seht ihr aber auch auf den Aufstellern, die am Eingang stehen. Sollten hier noch Blogger sein, die auch gerne mal aufs Blogsofa möchten, könnt ihr uns gerne auf Twitter oder Facebook Kommentare hinterlassen oder euch vorne in die Liste eintragen. Liegt dann nachher auf. Ihr könnt Getränke kaufen und es wird keine Pause geben. Das heißt, es kann alles zwischendurch gemacht werden. So, wir drei, wir haben mit viel Energie, Enthusiasmus und allem Erfolg versucht, unsere Kunden aus Fleisch und Blut in die sozialen Netzwerke zu locken und sie da zu informieren und zu unterhalten. Und heute Abend starten wir den Gegenversuch. Das heißt, wir holen ganz wunderbare Geschichten und Sachen aus der digitalen Welt hier in echt auf die Bühne. Ja, also wir wollen mit dem Blogsofa Düsseldorfer Bloggerinnen und Blogger ein Zuhause geben. Also wir wollen sie auf unser Sofa holen, also digitales Leben und Ort, Bibliothek miteinander verbinden. Und dafür sitzen wir auf diesem lieben, nagelneuen Sofa. Und ich begrüße ganz herzlich im Namen aller hier erstmal die ganzen Blogger, die wir heute da haben auf dem Premieren-Blog-Sofa. Nur ganz kurz, weil ich dem nicht vorgreifen möchte, die Alexandra Wehrmann, Sebastian Brück, Michael Köster und Daniel Kasimirsovic. Also, also herzlich willkommen schon mal. Und besonders begrüße ich natürlich unsere Moderatorin des Blog-Sofas, die Wiebke Ladwig. Einigen auch oder vielen vielleicht bekannt unter dem Namen Sinn und Verstand bei Twitter. Bin ich da? Ah, ich bin da. Und ich komme gleich dazu. Ja, warum Wiebke? Wiebke ist aus Köln, das sage ich mal gleich direkt dabei. Aber wir haben sie vor ein paar Jahren kennengelernt, als sie uns an die Hand genommen hat, die Bibliotheken in die digitale Welt zu führen. Also sie hatten zwar ins Abenteuerland Bibliothek digital geführt und auch mit viel Spaß und Herzblut und uns hat das gleich mit angesteckt. Und ja, warum, was zeichnet Wiebke noch aus? Also sie bringt die Bibliotheken ganz toll in die digitale Landschaft rein und sie liebt Bücher, liest und ist literaturbegeistert und ist deswegen prädestiniert für uns in der Bibliothek unser Blogsofa zu moderieren. Wir freuen uns ganz besonders. Jetzt einen großen Applaus für Wiebke und ich übergebe es. Erstmal das Bier hier hin, in Reichweite, da das Mikro. So, jetzt muss ich mal kurz hier sortieren. Headset und Akku-Dings gut auseinanderhalten, weil sonst spreche ich gleich in die Powerbank. Das wäre vielleicht ein bisschen seltsam. So, ich setze mich auf das neue Blogsofa und freue mich sehr. Das ist heute Abend ein Abend in der Nachbarschaft,
Der Start des Blogsofas beschäftigt sich heute oder gibt Bloggern aus Düsseldorf heute auf dem Sofa ein Zuhause. Und rasche ich zu sehr? Ich rasche, ne? Rasche. Okay. Also, Blogs aus der Nachbarschaft der Stadtbücherei, Düsseldorfer Blogs. Und vier Bloggerinnen und Blogger sind heute hier. Die werden heute nacheinander auf die Bühne kommen. Und wir fangen an mit dem Klassiker unter den Düsseldorfer Blogs, wie Daniel Fiene in Sendung mit der Internet behauptet. Michael Köster, wenn ich dich mal bitte einmal auf die Bühne bitten darf, das Hüpfen oder dort hinten. Der Klassiker. Micha ist derjenige, der das Bilkorama verschuldet hat. Verbrochen. Und wenn man nach den Düsseldorfer Blogs guckt, ne, dann kommt eins natürlich auch relativ schnell, die Randnotizen aus Bilk. Du gehst in die Nachbarschaft und guckst, was da los ist. Und das wollen wir uns natürlich auch mal ansehen. Ich bin hier nicht mehr die Twitter-Tussi, ne, die Twitter-Rolle bedient, sondern ich habe hier auch vorbereitet, mit Unterstützung von Priscilla. Also das Bilkorama, dein Blog. Seit wann betreibst du das Bilkorama? Oh Gott. Du musst das Mikro nehmen, weil wir haben ja auch, wir winken mal einmal kurz in das Internet. Wir machen ja auch. Ist da noch jemand? Wir machen heute nicht nur die Sendung mit dem Internet, wir haben nicht nur das Internet hier, sondern es ist tatsächlich so, dass wir ja auch gerade live ins Internet streamen. Wir machen also nicht die Sendung mit dem Internet, sondern die Sendung für das Internet. Aber wenn das so ein Facebook-Livestream oder ganz viele Herzen und so weiter. So ja, das wäre toll, ohne Frage. Ja. Das nächste Mal. Seit wann blogge ich? Ich blogge seit ungefähr 10 Jahren. Also ich habe so mit 30, 31 Jahren habe ich angefangen zu bloggen. Etwas spät berufen, zugegebenermaßen. Und habe erstmal relativ klein, irgendwie so mit 2 Posts in der Woche, mal so eine, weiß ich nicht, längere Pause mal von einem Monat oder so. Und irgendwann habe ich das halt dann angefangen. Oder es ist von sich aus so, hat sich das so gesteigert. So je mehr Interesse man entwickelt hat, ja, so neue Themen, die man aufgemacht hat. Und das hat sich dann so ein bisschen so ausgeufert. Es gibt Sachen, die sind ausgelaufen. Also es gibt zum Beispiel eine Rubrik, die heißt Ohrwurm, die fülle ich seit ungefähr 2, 3 Jahren schon nicht mehr. Aber sie ist halt so lieb geworden. Mhm. Also Songs mit und über Düsseldorf. Nee, Songs, die mich bewegen. Also, also Bilkorama ist halt ein klassischer, also wirklich ganz klassischen Blog, ein Webblog, irgendwie mit so einer Art Tagebuch von mir selber. Es ist eine total subjektive Sicht auf die Stadt, auf das Viertel, auf das, was ich tue, was mich bewegt, was mich irgendwie beschäftigt. Aber halt meistens das, was ich halt reinschreibe, sind halt so meine Empfindungen, aber halt sehr subjektiv, halt auch eine Bewertung davon. Und das ist dann halt auch so das, was mich dann halt seit 3 Jahren irgendwie sehr intensiv quasi umtreibt. Es geht um einen Stadtteil, es geht um Bilk, deinen Stadtteil. Was ist das Besondere oder was ist für dich das Besondere an dieser Nachbarschaft, in der du dich da bewegst? Müsste ich ein bisschen ausholen irgendwie. Also ich bin eigentlich kein gebürtiger Düsseldorfer, sondern ich bin halt zugezogen. Ich komme eigentlich vom linken Niederrhein aus Karst. Und ich bin so mit 16 hier zur Schule gegangen, weil ich gedacht habe, nee, ich will nicht auf diese Ortsgymnasien gehen, ich würde ganz gerne in Düsseldorf zur Schule gehen. Und bin dann halt jeden Morgen hier hingependelt und bin dann halt logischerweise, wenn ich den Bus oder die Bahn verpasst habe, dann halt durch die Straßen gestritten. Das mache ich übrigens immer noch, dass ich ganz gerne einfach mal so durch die Gegend gehe und einfach mal gucke, was irgendwo passiert. Und Street Art finde und sowas. Und habe mich dann halt in Bilk verliebt. So, und dieses Stadtviertel, was halt damals noch nicht so war wie jetzt. Also noch nicht so gentrifiziert war, sondern halt so ein bisschen dreckig, schmuddelig, ein bisschen alternativer nochmal. Und da habe ich gedacht, so, hier willst du mal leben, hier möchtest du wohnen. Und als ich angefangen habe zu studieren, gab es halt eigentlich nur eine Entscheidung, entweder ich gehe nach Berlin oder nach Göttingen zum Studieren oder nach Düsseldorf. Und das wurde dann Düsseldorf. Und es wurde Düsseldorf und du hast einen Blog eröffnet. Was war denn, welches Bild möchtest du denn von Bilk eigentlich nach außen vermitteln? Also was ist deine Vision, die von Bilk, die da durchkommt? Du hast ja, ne, du bloggst ja schon über bestimmte Themen. Es gibt da so eine Tech-Cloud, da kann man relativ gut sehen. Also ich habe so in der Vorbereitung von diesem
von dieser Lesung habe ich dann, oder von dieser Veranstaltung habe ich mal geguckt, wie sich das so in den letzten 10 Jahren so alles entwickelt hat. Und da hat sich auch zum Beispiel diese Tech-Cloud irgendwie von den Themen, von der Schwerpunktsetzung stark gewandelt. Also es gibt halt so 2, 3 Orte, die sind für mich extrem wichtig und das sind, passt dann auch ziemlich gut zu dem Thema Menschen. Es gibt halt einen kleinen Platz, das Friedensplätzchen, zum Herzen von Unterbilk. Und ich bin da seit 7 Jahren, 8 Jahren bei so einer Initiative aktiv, unterstütze die und bin quasi Teil davon. So, lebe das auch so ein bisschen. Und das, was halt einen Stadtteil ausmacht, sind halt eigentlich nur die Menschen. Was heißt nur, sind die Menschen. Und wie die Menschen halt ihren Stadtteil begreifen. Ja. Also ob sie, ist das nur der Ort, wo man halt hinfährt nach der Arbeit, irgendwie Füße hochlegt und Pause macht, oder ist das halt der Ort, wo man halt lebt. Also wo man halt zu einem Nachbarn hingeht und sagt so, wie geht's dir, ich brauche eine Bohrmaschine, oder wo man halt einfach mal sich mit Leuten auf dem Platz trifft, auf dem Plätzchen trifft, was ja informelle Treffpunkte sind. Und wie etwa bei der EM, ne? Zum Beispiel. Friedensplätzchen EM geguckt hat. Ja, oder war es so der WM, ich weiß es gar nicht mehr. Es kann auch die EM, ne, da steht sogar eine EM. Ja, wir haben halt irgendwann, also es gibt halt von der Initiative, wir haben halt irgendwann mal von der Stadt so einen kleinen Raum da bekommen irgendwie und die Friedensplätzen-Initiative pflegt und hegt so ein bisschen den Platz, so die Grünanlagen drumherum, und das ist auch der Ort, wo ich dann zum Beispiel immer wieder irgendwelche Saatgut und Pflanzen verbuddel und Pflanzenspenden verbuddel. Ja, auf jeden Fall, was man halt da sieht, wir haben halt uns einfach gedacht, WM, EM, lass uns einfach eine Halterung kaufen, Fernseher kaufen, schrauben das Ding an der Wand, mal gucken, was passiert. Und es kamen halt Leute dazu und haben halt zusammen gegrillt, Fernsehen geguckt und so weiter. Und darum geht es halt. Also ein Viertel lebenswert machen heißt, nach draußen gehen. Das, was man im Urlaub halt so toll findet. Du fährst nach Italien, nach Spanien, die Leute sitzen draußen, quatschen miteinander. Ja. Welche Rolle spielt der Blog dabei? Ich meine, du könntest ja auch sagen, du könntest das ja auch alles machen, ohne dass du auch darüber bloggst. Welche Rolle spielt für dich das Bloggen dabei? Das Bloggen dabei ist quasi, ist für mich selber so eine Art Logbuch, so was habe ich schon alles gemacht irgendwie, oder so einfach so ein bisschen auch so als Ideensammelstelle so für mich. Aber es ist auch so ein bisschen als Anregung. So, also wenn ich halt, natürlich kann ich halt zum Beispiel eine Baumscheibe einfach befreien, in Anführungsstrichen, und da die halt schön machen und bepflanzen und nett machen und einfach sagen, so ganz ehrlich, so gefällt es mir besser. Und ich könnte es einfach für mich behalten. Oder aber ich mache einfach ein Foto davon, schreibe, was ich getan habe, setze es ins Netz und sage Leuten, ey, ihr habt das Recht dazu. Mhm. Macht es doch einfach. So. Das heißt, du hast natürlich schon auch ein gewisses Sendungsbewusstsein. Ne? Also du möchtest... Nein. Gottes Willen. Menschen sollen alle tun, was sie wollen. Aber ne, es geht ja schon darum, das steht ja auch in der Beschreibung deines Blogs, dass es so um das alternative und urbane Leben in Düsseldorf geht. Und ich habe das Gefühl, das treibt euch ja alle heute Abend, also die Blogger, die hier sind, so ein bisschen dieses Leben abseits des, dessen, wofür man so Düsseldorf vielleicht sonst als Kölner, jetzt Düsseldorf so sonst so... Du bist auch befangen, was das angeht. Ja, Gott, ich bringe halt die Sicht von außen rein, das ist ja auch etwas sehr Wertvolles, ne? Ja. Und insofern ist es natürlich auch nochmal so etwas, wo das Gefühl hat, du möchtest ja durch das Bloggen auch gestalten. Also es geht nicht nur darum, was zu dokumentieren, sondern du möchtest etwas auslösen. Das stimmt. Also es gibt halt so immer wieder Projekte, die mich halt irgendwie faszinieren, irgendwie, wo ich dann halt denke, dass halt so ein Medium, ein Blog mehr leisten kann, zum Beispiel als eine normale Zeitung, weil es halt länger steht so und halt nicht in so einem Hintergrundrauschen an Informationen und an Neuigkeiten einfach untergeht. Ein Beispiel, wenn, halt, wenn man sich halt so die Parks bei uns anschaut, irgendwie also nach dem Sturm Ela, gab es halt gute Anknüpfungsmöglichkeiten zu sagen, ey, lass uns die doch ökologischer gestalten. So, es gibt genug Bruchholz, lass uns doch damit was Sinnvolles machen. Hecken züchten, lass uns damit irgendwie umgehen, was jetzt da gerade auf uns niedergeprasselt ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann sind dann halt solche Ideen in einem Blog, glaube ich, einfacher, vor allem, wenn man halt eine kleine Öffentlichkeit, eine kleine Gegenöffentlichkeit schaffen kann und dann halt auch irgendwie an die Stadt rantreten kann und sagen, ey, guck mal, es gibt auch gute andere Möglichkeiten, lass uns doch mal so was anderes tun. Und das andere ist natürlich, du kannst halt über einen Blog auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter suchen und finden und halt einfach mal Sachen ausprobieren. Wenn es nicht läuft und kacke ist, dann lässt man es halt wieder. Und wenn es super ist, macht man halt. Ja, apropos, wenn es nicht läuft und kacke ist, ich bin nämlich auch beim Durchstreifen deines Blogs auf dieses Bunkerfest gestoßen. Das ist ja schon eine Weile her. Ja.
2014 für den Erhalt des Bunkers im Bilk. Was ich jetzt nicht gesehen hatte, war, wie das Ganze ausgegangen ist. Also worum ging es? Das war einfach so etwas, wo ich dachte, ah, okay, da ist so richtig was passiert, was auch so reingedonnert ist. Ja, das kam irgendwie auch so, ne, out of the sky irgendwie. Nein, das Ding gibt es den A, es gibt den immer noch, der Investor hat sich zurückgezogen, ist der Bunker. Kurz vielleicht für die, die nicht wissen, was es gibt in Bild gibt es einen großen blauen, blau gestrichenen Bunker mit einem total schönen, wirklich genial gemachten Mural drauf, also so einem großen Wandbild. Im Innenhof ist eine Schule, das Lernortstudio, so für berufsbildende, also Schüler von berufsbildenden Schulen können dort halt irgendwie bildende Kunst, Kabarett, Sport und so weiter machen. Mhm. Naja, und auf jeden Fall, dieser Bunker sollte eigentlich abgerissen werden und da sollte hochpreisiges Wohnen möglich sein, weil das natürlich extrem teuer ist, so einen Bunker abzureißen. Und da sollte dann halt so Lofts und so weiter. Also noch mehr gentrifizieren, noch mal das Viertel noch mal ein bisschen hochpreisiger machen. Naja, und da gab es halt zum Glück in dem Viertel genug Leute, die gesagt haben, so, ey, finden wir eigentlich ehrlich gesagt ziemlich kacke. Mhm. So, wir leben ganz gerne hier und wir haben gar keine Lust, dass unsere Mieten erhöht werden. Geht das nicht irgendwie anders? Also wäre doch ein super Ort für, und da war dann halt auch so mein Konterpart so ein bisschen, sollte man da nicht Proberäume machen? Ateliers, irgendwas Sinnvolles damit tun? Weil dicke, fette Mauern, 2,50 Meter dick, super für einen Proberaum mit Straßenbahnanschluss vor der Tür, perfekt. Und lange rumnölen und viele Interventionen und so weiter von einer Initiative, die ich dann halt flankiert habe, mehr habe ich auch nicht gemacht. Ich aggregiere ja mehr, also ich sammle ja viele Informationen und viele Nachrichten, die ich positiv habe, bringe ich weiter und andere lasse ich einfach unter den Tisch fallen. Und Endeffekt war dann halt, dass dieser Bilker Bunker ist nur noch Bilk, bleibt Bilk und da kommt jetzt oben eine Wohnung drauf und das war's. Ja, das ist ja super, ein tolles Ergebnis. Und eine Ausstellung. Ja. Mhm. Gibt es denn auch was, wo du das Gefühl hast, ach Mensch, habe ich was angestoßen? Und also das ist mir aufgefallen bei deinem Blog, das ist ganz positiv. Also du versuchst, ja, du, ne, die Schnappschüsse, es die gibt du so machst. Viel Kacke in der Welt. Ja. Das ist der einzige Grund. Ist es bewusst so, dass du das Gefühl hast, ich will da eine Gegenöffentlichkeit schaffen, die jetzt, wo ich nicht meckere, nicht motze, mich nicht beschwere, wenn was nicht klappt, sondern wo ich irgendwie, ja. Was genau verfolgst du da für Gedanken? Ziemlich genau das. Ja. Ja. Also es gibt so viele schlechte Sachen in der Welt, es gibt so viele, weiß ich nicht, Dinge, wo Leute den Kopf schütteln und sagen, das ist aber alles total mies und total kacke und irgendwie nölen und sich darüber ärgern und echauffieren, aber keiner macht was. So, und wenn man halt dann solche Perlen, das ist so Cherrypicking zwar, aber wenn man dann halt solche Perlen halt findet und sagt so, ey, es gibt Menschen, die reißen sich den Arsch auf, zum Beispiel irgendeine Initiative, wie bei Düsselgrün zum Beispiel, die einfach sagen so, ja, das Grundstück gehört uns zwar nicht, aber wir machen jetzt einfach einen Garten, mittlerweile sind sie ja legalisiert, aber so, das war ja der Anfang. Und die engagieren sich und sagen so, hey, wir haben eine total coole Idee, wir wollen das unbedingt machen. So, dann finde ich das toll. Die machen die Stadt grüner, freundlicher, sozialer. Das klingt gerade ein bisschen so linksgrün versifft, ich weiß, aber es ist wirklich so dieses, die machen das, finde ich, die Stadt lebenswert. Weil der Mensch ist ja nicht nur da, um morgens aufzustehen, zur Arbeit zu fahren, wieder zurückzukommen, das war's, sondern halt zu gestalten. Das ist sein Leben und das ist seine Stadt. Wir zahlen, also aus meiner Sicht ist es halt so irgendwie, dass wir zahlen halt Steuern dafür, dass halt uns Leute bestimmte Dinge abnehmen. Aber wenn wir merken, wir können es eigentlich besser, schöner und individueller machen, finde ich, sollte man das auch so tun können. Mhm. Also Beispiel wie Baumscheibe irgendwie in Paris, das ist legal, kann das jeder machen irgendwie, warum machen wir das nicht? Mhm. Warum gestaltet nicht jeder sein Gebiet von außen selbst? Ja, ich las auch in einem Artikel über deinen Blog, ne, das Blog als netter Nachbar, hättest du es mal bezeichnet, also wo man Hilfe, Rat und eben den Alltag aus dem Leben nebenan bekommst. Nun sind ja Nachbarn nicht immer nett. Wie gehst du damit um, wenn jetzt mal jemand ankommt und auf deinem Blog rumramentert oder sich beschwert, weil du was tust, was er nicht so gut findet? Ja, alte Regel, don't feed the trolls. Ja, also du setzt das einfach, lässt dich da gar nicht drauf ein. Es fällt mir manchmal schwer. Ja. Ja, aber ich ignoriere es. Mhm. Also, weil ganz ehrlich, wenn man, es ist halt wirklich dieser Streisand-Effekt. Also, wenn du den Leuten irgendwie dann anfängst, irgendwie dann irgendwie noch nachzuhaken oder dann findest du es. Nö, ich sitze das aus. Was, ja, sehr gut. Applaus aus dem Publikum, ausgezeichnet. Was hat sich denn durch das Bloggen für dich verändert? Weiß ich nicht. Also,
Also, gibt es was, was sich da geändert hat? Oder es hat sich eine Menge geändert, aber dadurch, dass ich das schon so lange mache, ja. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, also ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr an die Zeit erinnern, wo ich es nicht getan habe. Gibt es denn Erlebnisse oder Begegnungen, die du besonders eben damit verknüpfst, die eben vielleicht ohne das Blog nicht zustande gekommen wären? Ja, sagen wir so, es ist ja, ja, mhm. Also das hier zum Beispiel. Nein. Ja, nein. In der Tat, wir hätten sonst nicht kennengelernt. Also ich habe, also es gibt schon Begegnungen irgendwie mit Menschen irgendwie, die ich halt über, also die ich halt sonst nicht so kennengelernt hätte. Das stimmt schon. So. Es gibt auch, also in dem Blog, also in dem Anfängen hatte ich dann sowas wie, ja, so ein Last.fm-Stream da drin zum Beispiel irgendwie und habe dann halt darüber halt auch mit einem Menschen halt kommuniziert. So, indem ich halt bestimmte Lieder, also mir eine Playlist zusammengestellt habe und halt darüber dann halt bestimmte Nachrichten quasi übermittelt habe. Unterhalb des Radars und keiner hat es mitbekommen. Also außer die Person. Das konnte ich ja sehen, dass sie online war. Ich habe natürlich auch etwas gefunden, wonach ich dich unbedingt noch fragen muss, nämlich jemand hat... Das war nicht abgesprochen. Nee, das war nicht abgesprochen. Das habe ich nämlich gestern Abend erst gefunden und das ist etwas, da muss ich unbedingt fragen. Und zwar, ich glaube, das wird alle hier interessieren. Nämlich, warte mal, wo war das denn unter die Idee? Kannst du die Stadtpläne? Nee, und zwar gibt es noch die Seite, die Idee, und da gab es nämlich einen Kommentar von einem Christoph, der nach Sabine sucht, die er in dem Stadtteil wohl gefunden hat. Und das interessiert mich natürlich brennend. Also, ne, das A, da ist es die Idee. Und, das war traurig. Ja, absolut. Und das sind natürlich so Sachen, ne, dann fängt es natürlich an, da geht es um tiefe menschliche Bedürfnisse, die in deinem Blog aufschlagen, nämlich von Christoph, ne, der nicht weiter weiß und hier postet, weil er an einem Samstag 2013 ein blinder Mädchen kennengelernt hat und ne, hat sich Sabine jemals gemeldet? Nein. Oh. Germanistik hat sie noch studiert. Hast du öfters solche Anfragen, also wo klar ist, Micha kennt sich aus im Viertel und man kann ihn auch als lebendigen Kleinanzeigen anteilen. Ich kriege über Telegram hin und wieder solche Fragen, so wie, du, ich habe keine Ahnung, was ich heute machen soll, irgendwie, hast du eine gute Empfehlung? Ich kann nur sagen, Kolibri, guck doch mal da rein. So, nein, also ich lese viel und so weiter, ich aggregiere eine Menge, aber ich maße mir überhaupt nicht an, dass ich weiß, was gerade in der Stadt abgeht. Ich kann für mich sprechen, was für mich Relevanz hat, aber nicht, dass es für andere Leute interessant ist. Also du machst keine Beratung für die Abendgestaltung, nur bei Freunden? Nur bei Freunden, ja. Nur bei Freunden. Konsequent. Wo treibst du dich gerne im Internet rum? Also was sind Blogs, die du gerne liest? Blogs, die ich gerne lese? Oh, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Also ich tummel mich halt ziemlich viel. Also ich habe ja so ein Telegram Channel aufgebaut, irgendwie da aggregiere ich, da ziehe ich die ganzen RSS-Feeds von den unterschiedlichen Blogs irgendwie so zusammen, die aus Düsseldorf kommen. Ja. Da tummel ich mich schon des Öfteren. Ich bin gerne halt in Oberbilk unterwegs, in so einem Blog, irgendwie, der gleich auch noch hier sitzt und total nervös ist. ich tummel mich also eigentlich relativ häufig auf solchen Technik-Blogs, wenn ich ehrlich bin. Ja, da kommen dann ja auch solche hilfreichen Tipps zustande wie der von heute. Nee, von gestern war das, ne, mit dem Playmobil-Männchen, Lego-Männchen. Hier halt das mal, also wer noch eine schöne Lösung sucht für seine Kabel auf dem Schreibtisch. Das funktioniert super. Bestimmt nicht. Ich stimme aus dem Bauch. Okay, es funktioniert prima, wenn man die Kabel hat von einem iPhone 4. Und ab dem 5er und diesen Texturdingern geht es nicht. Ja, und ich meine, das machst du ja auch. Hallo, hallo. Und zwar gibst du ja auch Hinweise etwa, dass man auch im Viertel einkaufen gehen lassen soll. Ne? Weihnachten naht ja, also dann wohl keine Lego-Männchen, wenn das iPhone dann schon ein bisschen älter ist. Aber das ist ja auch ein Anliegen, dass die Menschen auch merken, dass sie selber dafür verantwortlich sind, wie sich dieser Stadtteil entwickelt.
ja, man kann halt nicht mal drüber meckern, irgendwie, dass halt irgendwelche Läden zumachen und dann nur so 1-Euro-Shops, also nicht 1-Euro-Shops, aber so 1-Euro-Shops aufmachen und irgendwelche Sonnenstudios und Spielhallen und irgendwelche Wettbüros und das ganze Viertel wird irgendwie, danach gibt es halt noch einen Café und so weiter. Da kann man dann meckern, wie man will, wenn man in anderen Läden nicht einkaufen geht. Mhm. Also wer sich darüber aufregt, dass irgendwie der Sternverlag pleite geht, aber alles bei Amazon kauft, ja, weiß ich nicht. Er hat eine leichte Schere im Kopf. Und deswegen muss man leider sagen, kauft einfach, ne? Support your local dealer, geh einfach zu deinem Laden, also abgesehen davon, dass es Vorteile hat. Du kannst meckern, du kannst ölen, du kannst Anregungen geben, du kannst dich auch inspirieren lassen. Und dein Nachbar hat auch noch was davon. Und du triffst dich dann eben auch mit den Leuten, die die Geschäfte betreiben. Das Schöne ist, ganz kurz zu dem Foto irgendwie, es weiß keiner, wer ich bin. Ja. Das heißt, ich gehe da einkaufen irgendwie und also es ist manchmal ganz putzig, wenn ich dann auch so, ich gehe ja regelmäßig auf den Wochenmarkt, mache da Fotos irgendwie, also jeden Freitag zum Beispiel, also morgens wieder Sonntag. Da gibt es einige Leute, die nicht wissen, dass ich, also wenige Leute wissen überhaupt, wie ich aussehe. So, und das ist dann sehr putzig, wenn dann die Leute dann irgendwie dann da stehen und dann erzählen so, ja, total toll, ich war letzte Woche, war ich im Internet, irgendwie, da hat jemand was über mich geschrieben und ich bin so gerissen. Kenne ich, die Person kenne ich. Also ihr habt heute Abend wichtiges Geheimwissen erworben. Ne? Also, deswegen habe ich seit 10 Jahren, auch, so lange nicht, aber relativ lange schon das Logo nicht gewechselt. Also, ja. Da kann man ja auch mal nichts sehen. Du, da wir ja gerade vorbei den Läden waren, du pflegst ja auch interaktive oder alternative Stadtpläne, etwa die nachhaltig wirtschaftende Läden und also Händler und Dienstleister in Düsseldorf. Auch. Nicht nur das. Also was war so der Hintergedanke? Was war der Auslöser eigentlich für diese interaktiven oder diese alternativen Stadtpläne? Die Idee dahinter war, genauso wie dieser vegane und vegetarische Stadtplan, ich habe mich mit einer Bloggerin und einem Blogger aus der veganen Szene getroffen. Und wir waren dann halt irgendwie relativ schnell einig, dass wir halt, wir haben halt so angefangen zu listen, so, ne, wer kennt welches Restaurant, wo kann man was einkaufen, was ist total toll, sollte man, so, was kann man ausprobieren. Und da war dann so dieses, da ich Geografie studiert habe und ich Listen total doof finde, wenn man doch eigentlich weiß, es ist eine Adresse dahinter. Ich dachte so, ey, komm, ich mach Karten. Und dann habe ich dann mich hingesetzt und habe dann einfach Karten draus gebastelt irgendwie, was gar nicht mal so schwierig war. Und habe dann halt die natürlich auch, weil ich ein bisschen nerdig bin, irgendwie dann auch direkt bei GitHub eingestellt. Man kann die auch sich runterladen und forken und weitergeben. Naja, auf jeden Fall haben wir dann mal zusammen da uns hingesetzt und haben halt wirklich so Listen geschrieben und dann halt mit welchen Läden und es haben dann das irgendwann auf Facebook dann gepostet und gefragt, habt ihr noch Tipps? Und dann ging es los. Und dann wurden wir zugebombt mit das noch und das noch und das noch, ihr müsst Fahrradläden machen. Macht ganz viele Fahrradläden. Okay, wir haben das, also so hin und her kommt noch was, aber das war dann, das ist dann so das erste Ergebnis gewesen. Ja. Also ihr wisst, ne, wo ihr dann gucken könnt, wenn ihr irgendwie einen Fahrradladen das auf den Seiten sucht. So aktuell. Naja, meine Güte. Das ist ja Social Media, das ist auch Blog. Ne? Also es ist ja nichts, was irgendwie in Stein gegossen wäre, sondern man kann nochmal ran. Ja, aber es sind auch so andere Sachen, die mich halt interessiert haben, die ich halt in eine Karte umgesetzt habe. Zum Beispiel, ich habe mich dann irgendwann mal mit diesen ganzen Stolpersteinen auseinandergesetzt bei dem Jahrestag, weil ich gedacht habe, so, man könnte die ja mal sauber machen. Wo sind die überhaupt alle? Und als dann das Thema dann halt dann so durch war und ich dann so die ersten 100 dann irgendwie geokodiert hatte, dachte ich so, was sind eigentlich die historischen Orte aus der NS-Zeit in Düsseldorf? Wo waren eigentlich die KZs in Düsseldorf? So von wegen so, wir haben ja alles nichts mitbekommen, wir haben nichts davon gewusst. Wo waren die denn? So, und dann habe ich angefangen zu recherchieren und bin dann auch relativ schnell sehr gut fündig geworden. Auch so, war dann so im Stadtarchiv, ein bisschen gequatscht bei den Ilka Junges. Hab ich da auch mal gefragt, irgendwie bei den alten Herren irgendwie. Ja, und dann habe ich dann halt dann mal die Sachen zusammengetragen und dann einfach mal zu zeigen, so, hey Leute, es gibt so viele historische Orte in der Stadt. Ja, und das sind natürlich auch alles Geschichten, die man sich dann erzählen kann, ne, wenn man auf dem Friedensplätzchen unter dem Weihnachtsbaum sitzt, wo die Lampen jetzt alle an sind. Wo die Lampen alle an sind. Und wo auch hin und wieder, weiß ich nicht, ihr trefft euch da und irgendwas war mit Suppe, dann mit Glühwein, Waffeln, also ihr macht doch ein Sommerfest oder habt schon mal ein Sommerfest gemacht? Wir machen jede Woche. Schön, schön. Jede Woche Sommerfest.
geben. Und alle zwei Wochen machen wir einen Flohmarkt. Einmal im Jahr machen wir einen Flohmarkt von der Initiative und ein Sommerfest. Ja. Und das, was wir dort, wir machen das halt alles ehrenamtlich. Und das Geld, was wir dort einnehmen, das ist dann quasi, das mündet dann quasi in den Kauf von diesem Weihnachtsbaum. Ja. Und ja, und jetzt aktuell ist es so, dass die nächsten noch 3 Tage, 4 Tage irgendwie die Schulkinder kommen. Nein, also eigentlich noch 2 Tage. Dienstag ist ja schon soweit. Und die haben also so Kindergarten und Schulkinder und die schmücken den Baum. Oh wow. So, und okay, das ist halt quasi, dadurch haben, das ist halt ein Baum, der ist halt fürs Viertel, für das Plätzchen. Die Leute haben mal einen gewissen Bezug dazu, weil sie selber pflegen und aufstellen, dabei noch mithelfen und dann schmücken. Ja. Und dann ist es halt ihr Baum und nicht irgendein Baum. Und es ist nicht irgendwie dahingestellt und ein bisschen schmücken das Beiwerk. Da kann ich auch noch gerade so noch damit leben, dass er abgehackt worden ist, weil er hat eine soziale Funktion. Die Leute kommen dorthin und wenn der Nikolaus, also ich habe gehört, er kommt. Ich habe gehört, er kommt. Man weiß es ja. Der hat sich das ganz fest vorgenommen. Der macht einen Termin bei uns und dann der kommt mit seinen beiden Engeln. Kennst du den? Ich kenne A, den Nikolaus und B, kenne ich auch die Engel. Die sitzen auch da vorne und werden gerade schön rot. Und wir werden dann halt wieder Äpfel vom Markt verteilen und es gibt dann halt Glühwein und so weiter für die Erwachsenen und heißen Apfelsaft für die Kiddies und dann gibt es auch noch ein bisschen Schokolade. Das alles finanzieren wir halt dadurch, dass wir halt also Flohmarkt machen und die Leute kräftig Bier trinken. Wow, toll. Da kriege ich ja fast Zuzieh-Sehnsucht. Ja. Weihnachten, der Weihnachtsbaum. Wenn du dir was wünschen könntest für deinen Blog, was wäre das? Eigentlich bin ich wunschlos glücklich, was das angeht. Alles super. Ja, läuft. Der Mann hinter Bilkorama.de, Michael Köster, ich freue mich sehr, dass du da warst. Wir streifen weiter nach Oberbilk und ich freue mich sehr, dass Alexandra Wehrmann heute Abend da ist. Genau. Ja, und sie ist heute hier mit ihrem Blog They Call It Klein Paris. Genau. Ja, es ist unsere Stadt und natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich gebe dir mal ein Mikro, das ist genau richtig. Ich hoffe, oder? Ne? Ich muss nur den Schalter wieder. Ah, da ist ein... Jetzt? Jetzt. Also, es ist unsere Stadt und natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Du betreibst einen Blog über Düsseldorf. Das genau. Ist Klein Paris nennen. Mhm. Wie kam es zu dem Namen? Genau, der wird oft missverstanden. Insofern ist es vielleicht ganz gut, das am Anfang zu erklären. Dieser Begriff Klein Paris stammt ja aus der napoleonischen Zeit und es ist ein Begriff, den ich zum Beispiel nie verwenden würde für die Stadt. Ich finde aber, dass er insofern halt ganz gut passt, als dass Düsseldorf eine gerne große Stadt ist, wie ich das gerne formuliere. Also das heißt, Düsseldorf würde gerne mitspielen im Kanon von New York, London, Tokio, ist aber halt nur Düsseldorf und bleibt immer nur Düsseldorf. Und deshalb heißt das halt, heißt der Blog auch nicht I call it Klein Paris oder we call it Klein Paris, sondern ich distanziere mich quasi wieder davon, indem ich sage, they call it Klein Paris. Kein Shishi. Kein Shishi. Nur Düsseldorf. Genau. Ja. Welche Themen treiben dich da besonders um? Das sind schon in erster Linie Kulturthemen. Also ich würde sagen, ich bin nicht ganz so breit gefächert wie Micha mit Bilkorama. Und als ich angefangen habe, den Blog zu machen, habe ich natürlich irgendwie auch daran gedacht, in erster Linie, ich habe neulich was über eine Designerin gemacht, die gesagt hat, sie hat angefangen Mode zu machen, weil sie sozusagen die Sachen, die sie selber gerne tragen wollte, nicht gefunden hat. Und insofern hat sie angefangen, Sachen für sich zu schneidern in erster Linie und hat das dann irgendwann ausgeweitet halt auf eine größere Zielgruppe. So ähnlich würde ich das für den Blog auch sagen. Also das heißt, ich habe einfach in den etablierten Medien bestimmte Themen vermisst, habe da halt festgestellt, dass sie eigentlich immer stärker auf Themen setzen, mit denen sie eine sehr breite Zielgruppe ansprechen können, die ich halt als ziemlich mainstreamig irgendwie erachten würde und dafür dann aber eben ziemlich viele andere Sachen halt hinten übergekippt sind. Und ich würde schon sagen, dass das Sachen sind, die überwiegend bei der Call It Klein Paris halt auch auftauchen. Also das heißt, es sind schon eher subkulturellere Themen, was nicht heißt, dass nicht auch mal
das Schauspielhaus halt irgendwie auftauchen kann oder was auch nicht heißt, dass nicht der Oberbürgermeister von Düsseldorf mal auftauchen kann. Da wiederum finde ich es dann ganz witzig, die Leute halt jetzt nicht irgendwie mit ihrem Alltagsgeschäft zu konfrontieren, sondern als ich halt, der Blog war noch ziemlich frisch, sogar als ich Thomas Geisel angefragt habe, den Oberbürgermeister, für ein Gespräch ausschließlich über Musik. Also das heißt, ich habe ihn dann so Sachen gefragt, wie welchen Song er mit seiner ersten Liebe verbindet. Und er hat halt richtig, und das war schon Tem. Das war super. Oder zum Beispiel eine andere Frage an ihn war, ob er schon mal auf einer Techno-Party war. Und das war er tatsächlich auch, ja. Und ich habe halt aus seinem Büro gehört, also das Interview ist per Mail gelaufen damals, ne? Das ist bei mir nicht so ganz ungewöhnlich. Und das OB-Büro hat mir dann aber nochmal das Feedback gegeben, dass er halt richtig Spaß dran gehabt hätte, eben diese Fragen zu beantworten. Ja, endlich hat ihm mal jemand was wirklich Wichtiges gefragt. Genau. Ohne geht's nicht. Ja. Hast du einfach... Geht das denn? Ja, doch. Hast du das Blog einfach mal gestartet? Hast du vorher ein Konzept gemacht? Oder du bist einfach zack hin und sagst, so, ich blogge ja, jetzt. Du musst das tun. Ja, genau. Das war schon so. Also eigentlich war ursprünglich sogar die Idee, einen reinen Fotoblog zu machen und den dann halt wirklich auch ausschließlich zum Thema Oberbilk. Ich bin ja bekennender Oberbilk-Fan halt und wohne seit vielen Jahren in dem Viertel und so war die ursprüngliche Idee halt. Und dann hat sich aber ich arbeite ja auch tagsüber halt als Journalistin eben, habe zu der Zeit noch in der Redaktion von einem Stadtmagazin gearbeitet. Und dann hat sich einfach der Arbeitsschwerpunkt da relativ stark verlagert weg halt von der Kreativarbeit und von der Textarbeit. Das heißt, da ging es dann mehr um organisatorische Sachen, irgendwas an Infos besorgen, Fotomaterial besorgen und so weiter. Und ich habe dann gemerkt, dass ich teilweise wirklich nur noch ein, zwei Außentermine verbunden mit längeren Interviews im Monat machen konnte. Und da das ist, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, keinem macht der Spaß, irgendwie großartig Bildmaterial hinterher zu jagen oder so, das ist so ein nötiges Übel eher. Und genau deshalb habe ich gemerkt, ich brauche halt einfach noch ein anderes Feld, wo ich mich betätigen kann und wo ich halt auch wirklich von Anfang bis Ende alles genauso umsetze, wie ich das gerne möchte. Also angefangen beim Titel, über die Optik halt der Website, bis hin zu Themen und auch wie man Themen angeht. Wenn man bei so einem Monatsmagazin arbeitet, hat man ja dann doch ein relativ enges Korsett sozusagen, ne? Schon alleine durch diesen monatlichen Turnus und durch natürlich bestimmte Rubriken, die vorgegeben sind und so weiter. Und davon wollte ich eigentlich völlig frei agieren und fand es halt auch gut, anzeigenunabhängig irgendwie zu sein. Also es gibt auch keine Pläne, das Ganze irgendwie irgendwann mal zum Geldverdienen oder so anzulegen, also sprich irgendwelche Werbeflächen zu verkaufen oder sich für Inhalte halt bezahlen zu lassen, das ist nicht der Plan. Ja, jetzt sprechen wir auch viel, ne? Du erzählst, du nimmst dir die Freiheit, es ist dein Kreativraum, es geht dir auch um Text, du hast ja auch einen Text, oder du hast auch zwei Texte mitgebracht, die du lesen würdest, und hast du das Internet ausgedruckt, oder? Ich bin ja so der analoge Typ, ich habe das Internet ausgedruckt. Sehr gut. Deshalb ist es auch ein ganzes Buch geworden. Aha. Ja, also ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Also das sind beides Texte, die tatsächlich sich um Orte drehen, die in der direkten Umgebung auch der Zentralbibliothek sind. Deshalb habe ich die ausgesucht. Und da ja ansonsten überwiegend Interviews ich mache halt, ne, die meisten Texte sind ja in Interviewform, habe ich gedacht, das bietet sich nicht unbedingt an. Ich würde auch vorschlagen, ne, wir machen erst einen Text, dann sprechen wir. Dann sprechen wir nochmal. Genau. Okay, ja. Genau. Und der Text, das muss ich kurz vorab erklären, dreht sich um eine Bar, eine Rotlichtbar, die jetzt nämlich in der Nähe ist auf der Lintorpstraße. Und die Bar heißt Klein Paris. Ich habe die aber tatsächlich nicht im Hinterkopf gehabt, als ich halt den Titel damals gewählt habe. Und das Witzige ist aber jetzt, wenn man Klein Paris in Kombination mit Düsseldorf bei Google eingibt, bin ich quasi der erste Treffer mit diesem Text. Und das finde ich total lustig, dass wenn Leute halt wirklich mit horizontalen Gedanken unterwegs sind und Bock haben, sich beim Table Dance zu vergnügen, dass sie dann bei mir landen. Verdienen, oder? Damit könnte man Geld verdienen, meinst du? Ja. Ich habe das Mikro zu nah am Mund, ne? Stell ich gerade fest. Geht? Okay. Genau, und der Text heißt, das wiederum passt dann ganz gut auch zu den Vorhaben manches Lesers, Hot Baby Hot. Vor kurzem habe ich einer Freundin von diesem meinem Blog erzählt. Wie der denn heißt, wollte sie wissen. They call it Klein Paris, sagte ich.
Ach, wie die Bar, über der du mal gewohnt hast, entgegnete sie. Daran hatte ich ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht. Aber natürlich erinnerte ich mich an das Etablissement, das es übrigens bis zum heutigen Tag gibt. Klein Paris liegt auf dem Düsseldorfer Mini-Kiez Mintropstraße, Haus Nummer 11. An der Fassade des Hauses ist ein blauer Eiffelturm angebracht, dazu der Schriftzug Night Club. Was genau hinter den altrosa Vorhängen passiert, hat sich mir, auch in dem knappen Jahr, das ich einst im Milieu wohnte, nicht erschlossen. Gehört hat man jedenfalls nichts aus dem kleinen Paris, obwohl unsere Räume direkt über der Bar lagen. Die Wohnung selber war wunderschön, große helle Räume, Stuck an den Decken, ein Balkon zum Innenhof. Allein die nachbarschaftliche Methode der Müllentsorgung war in höchstem Maße gewöhnungsbedürftig. Man schmiss ihn kurzerhand aus dem Fenster in den Innenhof. Auf den schauten wir von unserem Balkon aus und als wir gerade eingezogen waren, liefen wir unseren persönlichen Dreck weg Tag aus. Mit groben Handschuhen und riesigen Müllsäcken bewaffnet, machten wir im Innenhof klar Schiff. Die Wirkung war allerdings alles andere als nachhaltig. 2 Wochen später sah bereits wieder alles aus wie vor unserer Aktion. Einige Häuser neben unserem lag die Table Dance Bar Solid Gold, auch sie existiert bis heute. Da lachen welche. Kennt ihr die Solid Gold? Okay. Kann das denn was? Fragte mal ein älterer Mann einen Jüngeren, der offensichtlich zum Betrieb gehörte. Das ist die heißeste Show von hier bis Texas, lautete die Antwort. War, habe ich mir nicht ausgedacht. Dennoch kamen wohl nicht alle mit rein horizontalen Plänen. Eines Nachts wurde vor dem Solid Gold jemand von einer Kugel getroffen. Am nächsten Tag waren seine Umrisse mit Kreide auf das Trottoir gezeichnet. Außenstehenden wie mir gegenüber gab sich das Milieu wesentlich zuvorkommender. Als ich nachts mit meinem Fahrrad vor dem Haus mit der Nummer 11 ankam, grüßte mich der Cobra von Klein Paris nicht nur freundlich, er hielt mir auch die Tür auf, damit ich problemlos mein Fahrrad in den Hausflur tragen konnte. Hot, hot. Danke schön. Ja, mit den Themen und den Texten, mit denen du dich im Internet bewegst, ich habe dir das Bild auch noch gezeigt. Herrlich. Ja. Ich bin sofort auf eine ganz andere Kategorie bei dir im Blog gestoßen. Du bloggst jetzt seit etwas über einem Jahr, ne? Ich bin echt im Vergleich zu Micha natürlich noch ein totaler Frischling, der schon sagte, dass er im reifen Alter von 31 angefangen hat. Was soll ich sagen? Das ist schon Seniorenbloggerei, was ich mache. Wollte ich mir eventuell auf die Visitenkarte übrigens drücken. Das fand ich ganz gut. Ich halte das im Hinterkopf. Aber ich meine, Blogs sind etwas über ein Jahr und was ich finde, sind Liebesbriefe an deinem Blog. Mhm. Anna Bieber beispielsweise. Ja. NRW-Forum, genau. Schick dir einen Liebesbrief. Du hast mehrere Liebesbriefe zum Einjährigen deines Blogs bekommen. Wie machst du das? Die kamen natürlich nicht einfach so ins Haus, sondern die waren bestellt in dem Fall. Das fand ich aber gerade das Charmante daran, irgendwie, dass man Leuten schreibt, bitte schickt mir Liebesbriefe. Und Alain Bieber war der Einzige, der halt tatsächlich das auf dem Postweg noch gemacht hat. Das heißt, ich bekam ein Päckchen vom NRW-Forum, bei uns hat er eben diese Karte, die er halt gemalt hatte, sozusagen drin war und dann halt noch ein Katalog irgendwie. Das fand ich total super. Und es gab insgesamt, glaube ich, zwischen 10 und 15 Briefen halt, ne, die ich mir bestellt hatte. Also die meisten, die ich angefragt habe, haben halt tatsächlich auch was geliefert dann. Und es gab einen Pastor aus Oberbilk, Lars Schütt, der einen ziemlich unkonventionellen Ansatz halt auch in seiner Kirche verfolgt. Und der hat zum Beispiel einen Liebesbrief auf Französisch mir geschrieben. Und dann gab es was auf Origami-Papier halt, ne, sozusagen aus Tokio, Tokio grüßt Klein Paris, also da waren echt total schöne Sachen dabei, sodass ich schon fast gedacht habe, das wäre eine Aktion, die man auch gut fortführen könnte und sowas sammeln und dann eventuell halt auch mal analog in irgendeiner Form gestaltet zu so einer kleinen Broschüre oder so ja. Rauszugeben. Also es gibt ja, in Stadtbibliotheken gibt es ja auch mal Ausstellungsflächen, ne, da wir hier gerade schon in Stadtbüchereien sind, das wäre natürlich immer super für eine Ausstellung. Ja, so Liebesbriefe auf Bestellung. Liebesbriefe auf Bestellung ist schön, ja. Gibt es einen Blog oder einen Blogger, Twitterer, wie auch immer, dem du einen Liebesbrief schreiben würdest? Was liest du gern?
Oder? Ehrlich gesagt, total wenig, muss ich gestehen. Also ich muss jetzt sagen, dass ich auch bei Bilkorama reingucke, weil Bilkorama bei mir reinguckt. Ansonsten, ich mag total gerne The Dorf, muss ich gestehen. Den finde ich, weil die einfach auch super Fotos haben und weil das thematisch oft was ist, was mich halt auch interessiert. Aber ansonsten ist es eigentlich so, dass ich eher selber halt was produziere und selber was schreibe, als dass ich bei anderen so viel gucke. Also ich sitze oft abends noch total spät halt am Rechner und mache irgendwelche Sachen noch fertig. Und dann kommt das, was dir im Kopf ist, ins Blog. Ja. Ja. Und ja. Es ist ja so, dass du ja nicht nur in Redaktion bist oder auch nur vom Computer sitzt, sondern es ist ja so, dass das, was du erfährst und wen du triffst, du baust das ja auch in Stadtführungen ein. Mhm. Ich hatte gelesen in der Rheinischen Post, dass du eine heftige Affäre mit Oberbilk hast, dem Bad Guy unter Düsseldorfs Stadtteilen. Das fand ich süß. Das ist ja. Übrigens auch was für die Visitenkarten, finde ich. Ich mache mehrere unterschiedliche. Genau. Also es hat sich ja, glaube ich, verändert. Ne? Du hast jetzt ein anderes, oder das Thema Oberbilk hat sich noch verändert, wenn ich das richtig verfolgt habe, oder läuft es parallel? Was machst du da mit deinen Stadtführungen eigentlich? Genau, also es war so, dass ich unterschiedliche Ideen für Stadtrundgänge schon länger im Kopf hatte und habe dann angefangen mit den Oberbilk-Rundgängen. Die laufen ja unter dem Titel Still Loving Oberbilk. Und es war schon so ein bisschen so, es gab Anfang des Jahres in Oberbilk ja eine große Razzia, das hat man vermutlich in Köln auch mitbekommen, hier in der Stadt war das halt was wirklich tagelang irgendwie oder wochenlang wahrscheinlich eher die Medien beschäftigt hat. Und ich habe dann einfach festgestellt, in Oberbilk waren ständig irgendwelche Fernsehteams unterwegs, die ewig gleichen Leute halt interviewt haben und der Stadtteil wurde in düstersten Farben halt geschildert. Ne? Da war die Rede also von Ghetto, von No-Go-Area. Und sehr gern benutzt auch in dem Zusammenhang der Begriff Maghreb-Viertel. Und ich habe dann halt einfach gedacht, also nicht so, dass alles unwahr gewesen wäre, was da geschrieben wurde. Ne? Es ist nicht alles schön in Oberbilk, aber ich fand einfach, dass man das Bild so ein bisschen vielschichtiger zeichnen sollte. Weil ich schon finde, der Stadtteil ist halt alles andere als homogen irgendwie. Ne? Du gehst um zwei Ecken und hast ein komplett anderes Milieu. Also das geht los mit Rotlicht, es gibt ein großes Bordell halt am Bahndamm, Sexshops, es gibt halt eben diese unheimlich große Community aus Nordafrika. Wenn du aber weiter hinten durchgehst und auf die Kölner Straße gehst, da mischen sich halt ganz viele Nationen und es gibt aber auch ganz Bürger, da zum Beispiel, wo ich wohne, ist Oberbilk extrem bürgerlich halt, ne? Da ist also echt so eine Mittelschicht angekommen und es gibt viele sanierte Altbauten und die Mieten sind gar nicht mehr so günstig, wie man das Oberbilk immer nachsagt. Genau, und ich habe halt gedacht, ich lege diese Stadtrundgänge nicht an als stadthistorische Stadtrundgänge, dass man halt einfach eben erzählt, früher gab es ein altes Stahlwerk zum Beispiel in Oberbilk und so weiter, sondern ich wollte den Stadtteil gern zeigen halt anhand von Leuten. Anhand von Leuten, die da wohnen, die da Projekte machen, die da vielleicht als Künstler tätig sind, die ein Bütchen betreiben, genau, oder die Pole-Dancing-Kurse anbieten in einem Hinterhof, also solche Leute. Und es gibt halt wirklich ganz viele schräge Figuren. Eine meiner Lieblingsfiguren ist Ökesh Yildirim, der ein Bütchen betreibt. Der ist Kurde, ist vor, da sagt jemand auch, den kennen total viele, genau. Der ist Kurde und ist vor vielen Jahren halt tatsächlich mit einer Schleuserbande halt nach Deutschland gekommen und ist dann irgendwie zu diesem Hütchen gekommen, was er jetzt seit über 10 Jahren betreibt und was ich so großartig fand, dass er hat dieses Jahr Karneval gefeiert und Ökesh Yildirim hat sich als Adolf Hitler verkleidet und hat dann tatsächlich in dem Hitler-Kostüm halt im Hütchen die Leute bedient, was manche einen irritiert hat, ne? Genau. Sehr schräge, unkonventionelle Figur, also jemand, der auch eigentlich im Dienstleistungsbereich doch eher eine Überraschung ist, muss man sagen. Also da wird nicht jeder bedient in dem Bütchen. Und der macht aber halt auch total viele Kulturveranstaltungen zum Beispiel, halt dann, das heißt, da finden Konzerte statt, da finden Lesungen statt und sowas. Und das sind halt die Orte, irgendwie, die ich total mag und die ich gerne auch anderen Leuten zeigen würde. Vorstellen, dass es jetzt so ein kleiner Pilgerrum zu diesem Bütchen geben wird. Es gibt ein Bütchen, da ist kein, ne, da kann man nicht mehr hinpilgern, weil du machst auch Stadtführungen zu verschwundenen Orten.
Eine, ja. Ja. Genau, die letzte war zu verschwundenen Orten. Ja, und diesen Requiem für einen Imbiss, das ist so der zweite Text, genau, den du uns vorlesen wirst. Ja. Erinnert ihr euch noch an diesen, also es ist kein Bütchen, sondern es ist halt eben eine Imbissbude gewesen. Wisst ihr auf Anhieb, wo die ist? Ja? Soll ich sagen? Ja, wäre gut. am Bahndamm, also an der Bahnseite, da, ich weiß gar nicht, wie das Stück Straße heißt. Harkortstraße. Ein paar Meter vom Metroplatz, ja. Ja. Hm. Und bist du mal da gewesen? Hast du da mal was gegessen? Ich habe den Kultstatus auch erst entdeckt, als es vorbei war. Ja, das ist doof, ne? Denn die gab es ja wirklich total. Also aber ich habe mir sagen lassen. 300 Meter davon entfernt. Ja, ich war auch nur einmal da halt, ne? Genau. Und jetzt ist sie ja dieses Jahr abgerissen worden, die Bude. Und ich fand einfach die Räumlichkeit auch so schön, weil die so, ich vermute, dass das mal, das konnte ich aber nicht verifizieren, dass das früher mal eine Tankstelle gewesen ist. Ja, ne? Genau. Okay, und kurz bevor die Bude halt abgerissen worden ist, habe ich für die Bude einen Text geschrieben und der heißt Requiem für einen Imbiss. Im Laufe der vergangenen Jahre hat Düsseldorf vieles platt gemacht, was den Bewohnern der Stadt lieb und teuer war. Das Lesalle-Gelände zum Beispiel, den Tausendfüßler oder viel früher das alte Arak-Hochhaus des Architekten Paul Schneider-Essleben. Nun steht der nächste herbe Verlust kurz bevor. Also mittlerweile ist er passiert. Und er wird in diesem, Fall eher heimlich, still und leise passieren, da sich bis jetzt keine Fürsprecher zu Wort gemeldet haben, keine Unterschriftenlisten kursieren, kein Protest organisiert wurde. Dabei sind die Bagger schon bedrohlich nah herangerückt an den Bau mit dem auffällig geschwungenen Dach auf der Harkortstraße. Vermutlich aus den 60er Jahren stammend, beherbergte die kleine Räumlichkeit in den vergangenen Jahren eine Imbissbude. Die Pommes, davon konnte ich mich bei meinem einzigen Besuch dort überzeugen, waren bestenfalls mittelmäßig. Das Ambiente aber war derart einzigartig, dass die Pommesqualität geradezu egal war. Durch ein überdachtes Fenster an der Seite wurden Frittierware und Kaltgetränke zum Gast herausgereicht, der sich alsdann unter der orangen Markise direkt am Bahndamm niederlassen konnte. Stilsicher in weißen Plastikstühlen. Wer keine Gesellschaft hatte, sah fern. Das entsprechende Gerät lief eigentlich ständig. Es stand auf einem ausrangierten Autoreifen, der wiederum auf einer schwarzen Mülltonne thronte. Eine Konstruktion, auf die außer den Imbissbudenbetreibern wohl niemand sonst gekommen sein dürfte. Leider gehört sie bereits seit Monaten der Vergangenheit an, wie bald auch der Bau selber. Wehmütig schleiche ich alle paar Tage über die Harkortstraße, um zu schauen, ob die Bagger schon ihren Dirty Job gemacht haben, und denke an meinen geheimen Plan, die Imbissbude betreffend. Allzu gern hätte ich hier nämlich eine Bar aufgemacht. Das wäre super gewesen für eine Bar, ne? Mit Cocktails. Zu spät. Jetzt kommt ein Wohnquartier. So viel zum Thema Gentrifizierung. Einen herzlichen Applaus für die Kanzler auf der Kopf. Vielen Dank, dass du hier bei uns warst. Gerne. Ich möchte, dass es vorbei ist. Also ich finde, man hat dir keine Unruhe angemerkt. Ja. Ja, wir gehen aus dem Stadtteil Oberbilk heraus und zwar zu einer kleinen Unbekannten, ja, nämlich der Düssel. Und ich bitte Sebastian Brück auf die Bühne, den Düssel-Flaneur. Ausgedruckt, sondern einen Teil. Der Düsselflaneur. Als ich den gehört habe, der Düsselflaneur, ne, dachte ich natürlich, ach, ein Wanderblock. Es ist ja so, ich wandere sehr gerne, aber die, ja, Wanderblocks, die man so kennt, sind ja doch eher so relativ, so, ne? Ja, ja, genau, sind ja doch relativ spröde. Ne? So, man sieht, wo man, ja, hingehen, ja, kann, ja, und zack, 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 hier da und dort abbiegen, da das, ja, Höhenprofil, fertig. Ja. Ja, genau, das wollte ich eigentlich nicht machen. Also ich habe irgendwie so einen kreativen Weg gesucht, ja, die Düssel neu zu entdecken, und habe dann einfach mir zwei Programmisten erfunden, die das dann für mich machen. Also ich wollte jetzt nicht schreiben, ja, ich gehe jetzt da und da lang und da müsst ihr abbiegen und da könnt ihr was entdecken, sondern das sind halt zwei fiktive Personen, das ist ein Ich-Erzähler und sein bester Freund P. Ja, und ich bin nicht der Ich-Erzähler, ich bin aber auch nicht der P, aber die... Ich
ich kenne die beide ganz gut. Und durch deren Augen verfolge ich halt die Düssel von der Mündung in den Rhein, flussaufwärts bis zur Mündung. Und bin jetzt gerade in Erkrath angekommen. Also ich habe noch ein bisschen was vor mir, ist ungefähr ein Drittel jetzt geschafft. Wie lange blockst du? Seit August 2014 läuft das Block. Ja, also du wirst ja nicht wegziehen wahrscheinlich, ne? Nee, nee. Also das ist eigentlich ganz gut. Es ist ein klar definierter Anfang bei diesem Block und es ist ein klar definiertes Ende. Also ich wäre vielleicht ein Typ, dem es dann schwerfallen würde, immer wieder sich aufzuraffen, auch zu blocken. Man ist auch mal irgendwie gestresst oder hat viel Arbeit oder so. Und durch diesen klar definierten Weg bin ich eigentlich gezwungen, das bis zum Ende zu führen. Wobei es mir auch total viel Spaß macht. Also es ist eigentlich ein egoistisches Spaßprojekt, nachher ist es dann auch ein bisschen ironisch und wenn das dann noch ein paar Leute auch gut finden, freue ich mich. Ne? Und, ich habe dadurch ja überhaupt erst gelernt, dass es die Düssel gibt. Also, ja, das weiß man in Köln. Ja, Gott, Rhein, natürlich gefallen den Rhein, aber dass ihr auch sowas wie die Düssel habt. Ja, ihr habt sowas nicht in Köln, ne? Also da gibt es nur den Rhein. Das ist doch keine Düssel. Spannend jetzt, sich in diesem Blog mit dir, oder nein, nicht mit dir, sondern mit dem Ich-Erzähler und seinem Freund P. unterwegs zu sein. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn du jetzt gleich zu Anfang auch was daraus liest, damit man überhaupt versteht, was hat es eigentlich mit diesem Ich-Erzähler und seinem Freund P. auf sich? Ja, ich lese jetzt praktisch die erste Folge. Das geht dann an der Mündung der südlichen Düssel los. Ja? Und das heißt Mündung ohne Maifisch. Warum das Düsselende ein Blockanfang ist, warum Düssel und Rhein sich nur heimlich treffen können und warum Düsseldorf die Düssel neu entdecken muss. Wir wollten es schon immer machen und nun beginnen wir am Ende. Und das Ende ist unsichtbar und ein bisschen trostlos, nur durch einige wellenförmig in den Asphalt der Rheinpromenade eingelassene Backsteine eingedeutet. Blaue Backsteine. Schau mal da vorne, sagt mein bester Freund P., der gerade aus Berlin zurück nach Düsseldorf gezogen ist. Da ist auch noch eine Inschrift. Wir lesen Mündung südliche Düssel. Selbst wenn man sich über das Rheinpromenadengeländer beugt, kein Tropfen Düsselwasser zu sehen. Dabei ist es doch ein Fest, wenn Bäche in Flüsse münden und Flüsse in Ströme und Ströme ins Meer. Düssel und Rhein treffen sich heimlich, eine Vereinigung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wenn nur morgens ein Rennradfahrer flitzt vorbei Richtung Medienhafen, rechts von der Steindüssel, das auf dem Boden aufgesprühte Radschläger fällt. Jeden Sommer findet hier ein Turnier statt, bei dem Kinder verschiedener Altersklassen so schnell wie möglich um die Wette Radschlagen. Ich stelle mir vor, wie mein Vater hier nach dem Krieg, als der Junge Rad geschlagen hat, um sich ein paar Pennies zu verdienen. Weiter weg. Okay. Mit meinen Großeltern hat er Ende der 1940er, Anfang der 1950er Jahre eine Zeit lang am Rheinufer gewohnt. Sehr günstig zur Miete, in einem Haus mit angerundeter Fassade, das ungefähr auf Höhe des Mannesmann- bzw. Vodafone-Hauhauses gestanden haben muss. Komm jetzt, wir haben nicht mehr viel Zeit, mein bester Freund P. zeigt mit dem Finger die Richtung, in der das unterirdische Zubett verlaufen muss und schiebt mich zur Treppe, die auf die obere Promenade führt. P. findet Düsseldorf richtig scheiße, wenn er wieder hier ist, so klein, so provinziell, so spießig und schwärmt ständig davon, was seine tolle Zeit in Berlin gehabt habe, bla 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 bla, die übliche Leier, doch gegen den Lokalpatrioten sich hat er keine Chance. Dafür hat P. in seiner Jugend zu viel popkulturelles Düsseldorfwissen inhaliert, mit dem er rumputzen muss, als sei es die einzige Möglichkeit, den Alltag hier zu ertragen. So auch heute. Keine Art Pause, Geschichte wird gemacht, es geht voran. Höre ich ihn sagen, fast geflüstert, beiläufig, als führe ein Selbstgespräch. Und eben nicht ins Mikrofon geschrien, wie es der Sänger in dem Song macht, aus dem die Zeile stammt. Ich ziehe die Augenbrauen hoch, P. grinst. Ein ziemlich alter Typ, der da vor mir steht. Einer, der abgesehen davon den gleichen Humor hat wie ich. Einer, der sich freut, dass er den Beginn unserer Reise auf Teufel komm raus mit den Fehlfarben eingeblendet hat. Könnte schlimmer sein. Mein Blick fällt auf ein Schaubild, das erklärt, wie der ausgestorbene Maifisch wieder angesiedelt wurde. Schönes Projekt, aber die Düssel hochschwimmen kann er an dieser Stelle sicher nicht. Weiter. Für unseren ersten Düsselspaziergang haben wir eine Stunde eingeplant und noch bleiben uns etwa 40 Minuten. Zu Fuß also, von hier aus in mehreren Etappen bis zur Düsselquelle im Bergischen Land. Unsere Stadt neu entdecken entlang des Flüsschens, das ihr den Namen gab. Durch Unterbilk und Bilk, durch Volksgarten und Südpark, durch Wersten, Eller, Fenthausen und Geresheim. Dann jenseits der Stadtgrenze durch Erkrath, Mettmann und durch den Andertal bis Wülfrath. Das sind immerhin 45 Kilometer. Könnte man in zwei Tagen schaffen. Wenn man zwei Tage Zeit hätte, haben wir aber nicht. Wir haben Arbeit, Frau, Kind, außerdem Hund, in Klammern ich, wählen Sie dich, in Klammern P, sind da keine Studenten mehr. Wir werden es trotzdem durchziehen, etappenweise. Montags, morgens, mittags, abends, irgendwann zwischendurch, wenn sich Lücken im Alltag auftun. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist. Kilometer für Kilometer. Route, immer so nah wie möglich am Ufer,
spontane Ausflüge nicht ausgeschlossen. Nein, wir wandern nicht. Das klingt so nach Thermohof und Jack Wolfskin. Nennt es flanieren, schlendern, spazieren, egal. So und jetzt los. Folgt uns. Ja, das habe ich gefunden. Das war irgendwie ein ganz lustiges Zitat. Und, also für die Düssel begeistert, gerät in Gefahr, sich lächerlich zu machen. Und du schriebst auch in einem der Blogbeiträge, ein Düssel-Spaziergang ist definitiv nicht cool, sagt P. Alter, wer macht denn sowas? Nach dem Motto, okay Leute, ich treffe mich gleich mit meinem Kumpel, um an der Düssel spazieren zu gehen. Es ist uncool zu sagen, dass ein Düssel-Spaziergang nicht cool ist. Wie kamst du auf den Gedanken, an der Düssel entlang zu spazieren? Es war so, dass ich, also ich bin ja in Bill groß geworden irgendwie und habe da auch als Kind schon gespielt, hatte sogar Stichlinge gefangen irgendwie in der Karolinger Straße und hatte immer ein Verhältnis zu Düssel, ja, aber ja, ich hatte 2014 im Sommer mein Büro in der Nähe dort, in der Nähe der Karolinger Straße, ich hatte einen Hund, bin mit dem da jeden Tag spazieren gegangen und habe die Düssel jeden Tag gesehen und ja, dann kam so die Idee, führt die denn eigentlich hin? Man ist Düsseldorfer, man kennt die Stadt irgendwie in- und auswendig, man immer ist der reine Mittelpunkt, aber die Düssel ist so ein bisschen im Hintergrund, obwohl sie der Namenspatron der Stadt ist. Und da entstand so die Idee, ja, die mal zu verfolgen und ja, das als Blog zu betreiben. Und dann eben in der Form, die ich eben erklärt habe, also nicht so Wanderblog-mäßig, sondern so ein bisschen auf so eine Art, die mir selbst noch mehr Spaß bereitet, wo ich mich kreativ so ein bisschen ausleben kann. So als kreatives Spielwesen nebenbei, neben den Jobs, die ich so mache. Also ich mache ja viel Ghostwriting, Lektorat, Journalismus und da sind viele Jobs dabei, die viel Spaß machen. Manche sind auch ein bisschen langweiliger und ja, das ist immer so zwischendurch. Ich freue mich immer, wenn ich das dann machen kann und dann da so einen Tag mich an der Düssel bewege und was ganz anderes mache, wo ich komplett der Chef bin und schreiben kann, was ich will. Und, ja. Das ist natürlich auch einfach Freiheit, die du dir damit zugestattest, eine Unabhängigkeit. Ja, ja. Ist das das, was das Blog, also was hat das Blog mit dir gemacht? Was hat dieses Gefühl der Freiheit, die du dir da genommen hast, zu veröffentlichen, was du möchtest und wie du es möchtest, hat das was mit dir gemacht? Ja, ich habe meine Stadt völlig neu kennengelernt. Ne? Also, was heißt völlig neu, aber ich habe, es ist interessant, wenn man bin ich zu nah dran und so weit? Jetzt war es so weit, oh Gott. Ja, ich habe meine Stadt irgendwie, ich sehe sie schon mit anderen Augen jetzt. Also ich habe, die Düssel ist ja auch, man weiß gar nicht genau, wo sie herverläuft. Und man, wenn man wirklich diesen Weg folgt, dann bekommt man einen ganz anderen Blick auf die Stadt. Und man kennt vielleicht so die Verläufe im Bilk, Unterbilk oder so. Und wenn man dann mal durch Eller, Fennhausen, Gerresheim läuft, das sind so die äußeren Stadtteile, da war ich vorher noch nie. Obwohl ich war da schon mal, aber ich war da nie so bewusst. Ja? Und das ist für mich als Düsseldorfer total interessant gewesen. Und es war auch interessant, gerade so die Leute, also ab Eller, Fennhausen, Gerresheim, kann man mehr Leute, die sich total gefreut haben, dass auch mal einer sozusagen da ihre Nachbarschaft sozusagen auch abbildet. Ja? Also, ah ja, da gehe ich auch mal spazieren, da fahre ich mit dem Fahrrad, da kamen also viele Rückmeldungen. Oder jeder mal da gucken auf der nächsten Etappe, da ist auch eine schöne Ecke. Also es war total interessant, was für Feedback auch darüber kam. So. Und die Leute haben sich auch zum Teil wirklich gefreut, glaube ich, dass das mal so ein Thema war irgendwie. Ne? Ja, ich meine, das ist ja schon bezeichnend. Du bist da aufgewachsen, ne? Und das ist ja doch mitunter schwer, etwas, was man so gut kennt oder vermeintlich gut kennt, nochmal neu zu entdecken und darüber nochmal zu schreiben. Hat dir dieser Kniff mit den beiden Figuren dabei nochmal geholfen? Also die haben sich ja quasi ein bisschen abgespalten. Was halten die denn eigentlich von dir? Ja, die haben sich ja auch schon mal beschwert, dass da so ein Journalist ist, der irgendwie sich ausgibt als der Erfinder, als ihr Erfinder. Also dann beschweren die sich halt im Blog. Die sind doch keine Fiktion, also uns gibt es wirklich und da kommt da so ein Typ und sagt einfach, er schreibt uns, er hat uns erfunden. Ne? Also ja, nee, das sind schon Figuren, die ich lieb gewonnen habe irgendwie und ja, vielleicht beschweren sie auch hier nach der Veranstaltung, dass hier einer wieder gesagt hat, er hätte sie erfunden, ich weiß es nicht. Ne? Keine Ahnung. Das ist schon eine Anmaßung, ja, das ist ja klar. hat denn schon mal jemand den Wunsch geäußert, mal mitzugehen? Ja, also wir haben da auch schon ein paar Pläne. Gibt es auch schon Leute, die hier sitzen, die mal mitkommen werden vielleicht. Also, ja, bitte. Ja, dann das Problem ist dann natürlich, dann müssen die fiktiven Personen, also der Protagonist, der ich erzähle und sein Freund P, müssen dann mit einer realen Person kommunizieren. Das kriegt man aber hin, das wird dann so die Herausforderung. Ne? Also das kriegen wir auch noch hin. Das wird dann der Premium-Level.
Ja, genau. Ich hatte auch gesehen, Pause. Aber es ist ja so, dass, dass dein Blog hat sich ja sehr verändert. Also vom ersten Beitrag jetzt hin, ich glaube 32 sind es jetzt. 32. Ja, genau, ja. Und du hast ja jetzt neuerdings auch Gastbeiträge dabei. Ne? Ja. Wie nimmst du selber diese Entwicklung wahr? Also 2 Jahre? Ja, also ich hatte zwischen eine Pause, wo ich dann nicht so viel Zeit hatte. Und dann haben sogar ein paar Leute gesagt, hey, geht's jetzt weiter? Was natürlich schön war, dann habe ich das weitergemacht. Und ja, es ist erstaunlich, wie sie entwickelt hat. Und mit Gastbeiträgen, das war dann so ein weiterer Schritt irgendwie, auch mal Leuten eine Stimme zu geben, die ihre Düsseldorf-Geschichte erzählen können. Oder war ein sehr netter Beitrag von Rainer Bartel, der das Magazin der Düsseldorfer macht, kennen auch vielleicht ein paar. Und der hat so erzählt, wie es so in Bilk, der, weiß nicht, 60er Jahre, wie das da so war, wie er gespielt hat in der Düssel und so, das war, fand ich total super, das auch mal aus der Perspektive sozusagen zu sehen und nicht nur aus meiner oder aus der fiktiven Perspektive der Bollock-Protagonisten. Mhm. 2 Jahre, 15 Kilometer, ne, sagtest du? Ja, sind es also 45 sind es bis zur Quelle, ist noch ein bisschen Weg vor mir. Und ich habe ja die nördliche Düssel auch noch nicht mit drin, das ist... Man kann ja nicht zwei, man muss sich entscheiden. Also ich bin Kind Düsseldorfer Südens, ich habe dann halt die südliche Düssel genommen. Die Düssel hat ja eigentlich 4 Mündungsarme in Düsseldorf, das wissen auch vielleicht viele gar nicht. Also nördliche Düssel, südliche Düssel, dann noch Brücker Bach und Kittelbach. Und ich habe mal mit der südlichen Düssel angefangen. Wenn ich jetzt irgendwann in Wülfrath, wo ja die Quelle ist, ankomme, vielleicht mache ich da nochmal so als Bonus-Track die nördliche Düssel bis Gerresheim, so bis zum Spaltwerk sozusagen, weil muss ja auch vollständig sein. Ne? Ja, ich meine, das große Thema ist ja auch Entschleunigung. Das taucht immer wieder auf in deinen Blogbeiträgen und irgendwann sagt dann ja auch Pi, wenn wir so weitermachen, sind wir noch bis 2016 unterwegs. Ja, das hat er gesagt vor einiger Zeit, ja. Ja, das ist ja auch, ich las das und so, Dezember 2016, also es ist auch etwas, du lässt dich ja darauf ein und es entsteht, du planst es ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass du... Ja. Vorab dich hingesetzt hast, überhaupt nicht. Es ist sehr assoziativ. Also da kann irgendwie ein Aufkleber irgendwo in der Laterne sein, dann wird das ein Thema. Oder es war wirklich so am Brücker Bach, wo ich so eine Sonderfolge gemacht habe, da saß dann halt ein Krebs, ein Flusskrebs irgendwie, wirklich auf der Wiese hat sich gesonnt. Den habe ich dann fotografiert und der war dann auch im Blog drin. Oder in Fennhausen, das ist auch nicht erfunden, da stand wirklich ein Koffer, also so ein Flughafen, so ein Handgepäckkoffer, schwamm mitten durch die Düssel. Und der begleitet mich immer wieder, habe ich nur da gesehen, also und dann rufe ich den auf. Dann war das halt die Folge der mysteriöse Koffer oder so, keine Ahnung, ne? Direkt reingenommen, also ich nehme alles mit, was kommt. Und ja. Ja, ich meine, da frage ich mich natürlich, ob dir schon mal ein Verlag eigentlich unsittliche Anträge gemacht hat. Noch nicht, ja, nee. Noch nicht. Also wenn jemand kennt. Mhm. Nee, also ich habe mir erst gesagt, so ich mache ja auch selbst ein bisschen Ghostwriting, ich habe so ein bisschen Erfahrung und eigentlich der Anspruch sozusagen an Texte so, die gedruckt wird, bei mir noch eine andere. Also ich würde es nicht so eins zu eins abdrucken wollen. Aber man könnte natürlich ein Konzept draus machen, aber keine Ahnung. Um das mitkriegen oder um das beurteilen zu können oder wie auch immer, wollen wir natürlich auch was hören. Ja, ich habe noch eine. Er hat noch. Eine Folge mitgebracht. Haben wir abgesprochen. Ja. Die Folge heißt Jack Wolfskin und der Düssel versenkte Badmintonschläger. Wie die Düssel im Untergrund verschwindet, warum Flaneure keine Outdoor-Funktionsjacken tragen und wie ein Fluss einen Schulhof besucht. Wir sind getwittert worden, sagt mein bester Freund P., während wir unseren Düsselspaziergang von der Kneebrücke aus fortsetzen. Irgendwie hier unter der Brückenauffahrt muss es ein unterirdisches Betonflussbett geben. Laut Google Maps verläuft es genau in der Mitte des vor uns liegenden Häuserblocks, zwischen Concordia-Straße und Kronprinzenstraße. Also wir sind in Unterbilk. Ich schaue P. fragend an, während wir uns intuitiv für die Kronprinzenstraße entscheiden. Und was ist getwittert worden? Dass unser Blog super ist? Naja, nicht ganz. Es war schon so eine Empfehlung. Von wem? Von der Tourismus NRW e.V. Die twittern nämlich über Neuigkeiten und Angebote rund um das Rheinland Nordrhein-Westfalen. Ja, ist doch super. Oder gehört die Düssel nicht zum Rheinland Nordrhein-Westfalen? Doch, aber wenn ich den Text lese, glaube ich, dass die unsere Ironie nicht verstanden haben. Warum? Sie schreiben, Unterschied zwischen Flanieren und Wandern? Fragezeichen. Verzicht auf Outdoor-Kleidung? Fragezeichen. Verlangsamtes Tempo? Fragezeichen. Lest selbst. Aha, du meinst das mit der Outdoor-Kleidung? Aha, du meinst das mit der Outdoor-Kleidung? Das ist doch super. Alter, in der Blogbeschreibung heißt es zu Fuß, mit Ironie und ohne Jack Wolfskin. Kann man daraus nicht ersehen, dass wir Jack Wolfskin und Co. scheiße finden? Moment mal, ich habe gute Freunde, die Jack Wolfskin Klamotten tragen. Die sind viel netter als manche von deinen arroganten Werber-Hipstern in Röhrenjeans und Putti-Flügelbrille. Ich schaue auf P.'s Beine und bemerke, dass er selbst auch eine Röhrenjeans trägt. P., heute ohne Putti-Flügelbrille unterwegs, grinst und guckt demonstrativ auf meinen Bootcut.
Ach komm, sagt er, du hast doch selbst letztens gesagt, dass dir die Jack-Wolfskinisierung der Gesellschaft auf den Geist geht und dass die Jacken mit dem Tatzenlogo die neue Uniform der Deutschen sind und so weiter. Ja, stimmt. Und am schlimmsten ist es, wenn die Leute jetzt schon beim ersten Spätsommer-Windstoß ihren Jack-Wolfskin-Outdoor-Quatsch aus dem Schrank holen und sich damit nicht nur warm, sondern auch wunsch angezogen fühlen, während ihr Unterbewusstsein ihn flüstert, mit der Kraft der Tatze gegen alle Unwägbarkeiten des Lebens gewappnet zu sein. Schlimmstenfalls Partnerlook ergänzt P. Sie in Rot, er in Blau und auf dem Fahrrad natürlich nur mit Helm. Auf der Kühe spazieren im Winter hunderte der Wolfskin-Jacken an einem vorbei. Modestadt Düsseldorf. Das ist nicht Düsseldorf, das ist Deutschland, in der Berlin-Mitte und durchaus auch bei uns in Flingerdorf und Unterbeck tragen ja auch viele eine Uniform. Das typisch non-konforme, konform Hipster-Outfit eben. Ein bisschen mit die Jabulskin-Leute aus der Fußgängerzone lästern ist ja okay. Aber im Grunde genommen geht es doch nur darum, dass man seinen eigenen Stil findet. Scheißegal, was die anderen anziehen. Und überhaupt, wenn es keinen Mainstream gäbe, von dem man sich abgrenzen kann, dann wäre das Leben extrem langweilig. Ich mache eine Pause, dann fahre ich fort. Also, ich würde über dieses Thema im Blog lieber nicht schreiben. P. schlägt sofort seinen pseudo-ironischen Ton an. Warum? Weil uns dann die Jack-Wolfskin-Lobby boykottiert? Oder weil uns die Leute von Tourismus NRW e.V. dann nicht mehr gut finden, du Opportunist? Nein, ich finde nur, es kommt oberflächlich rüber, wenn man öffentlich so krass darüber lästert. Und ich finde, das ist eine Haltung gegen den Mainstream. Eine arrogante Haltung. Außerdem ist es Mainstream, gegen den Mainstream zu sein. Gegen den Mainstream sind die ganzen Spinner, die an Chemtrails glauben und 9-11 für einen Instagram-Job halten doch auch. Cooler wäre es doch, wenn wir uns darüber keine Gedanken machen würden. Übrigens gibt es eigentlich auch Werber, die Jack Wolfskin tragen. Man muss dazu sagen, also P. ist aus der Werbebranche. Ja? Nee, aber North Face tragen schon einige, komischerweise, denn inzwischen unterscheiden sich die Jacken oft durch das Logo. Ach komm, Thema beendet, das führt zu nichts. Außerdem geht es hier nicht um den Mainstream, sondern um den Düsselstream. Haha, macht P. und legt nach. Hipster, Schickischnöse, Normalos. Eigentlich gehen wir in letzter Zeit alle auf den Sack. Du besonders. Und ich selbst gehe mir am allermeisten auf den Sack. Ich sage dir was, wir sind zwei eitle Arschlöcher, die sich so wichtig nehmen, über einen Düsselspaziergang einen Blog zu machen und das dann vermutlich auf mehr als 100 Folgen ausdehnen, wenn es in diesem Tempo weitergeht. Ich hoffe, es werden 100 Folgen mindestens. Ja, wahrscheinlich. Und ich bin sehr gespannt, ob es dann irgendwann demnächst auch Gruppenwanderungen mit dem Ich-Erzähler und Herrn seinem Freund. Ja, mal schauen. Mal sehen. Ja. Vielleicht müssen wir uns dafür alle dann eine fiktive Persönlichkeit anlegen, die dann mit denen gehen. Und genau. Ja, sind ja quasi belauschend dabei. Ja, mit Buchstaben gibt er noch 24 Leute. Gibt es. Ich freue mich sehr, dass du hier warst. Ja, vielen Dank. Und einen Applaus noch. So, last but not least, ich glaube, wir haben auch alle mal so ein kleines bisschen überzogen. Also, ja, aber genau. Solange es nicht, ihr seid ja noch alle da, das ist gut. Durfte ich jetzt schon kommen? Ja. Wir haben den Mann mit dem Künstlernamen hier. Es ist Daniel Casimirson auf Twitter. Eigentlich heißt er nämlich Casimiro Witsch. Genau. Also das Son und das Witsch ist ja quasi das Gleiche. Ne? Wer sich da so ein bisschen auskennt, Son der Sohn und dieses slawisch-polnische, was ja eigentlich bei mir da ist, das Witsch ist ja dann der Sohn. Also Casimirson, Casimirovic ist quasi das Gleiche. Aber wie alle Island-Fans geworden, diesen Sommer bin ich jetzt bei Twitter und Facebook unter Casimirson unterwegs. Was mich sehr gefreut hat, dass dann die offizielle Pressemitteilung, die es hier auf stadtdüsseldorf.de gab, auch mit Casimirson stand. Aber okay, kann ich gut nehmen. Wart ihr auch für Island bei der WM? Ja, es gab ja dann sogar so ein Island-Nachnamen-Generator. Ja. Wo es dann alle mal ausprobiert haben. Ich weiß jetzt, wenn man bei Facebook seinen Namen ändert, ist kein Problem, kann man machen, aber man kann erst frühestens nach 3 Monaten wieder dran. Und ich habe jetzt diesen Zeitpunkt zwar erreicht, aber ich habe es dann noch gelassen. Ja. Ja, also alle drei Monate kann man den Namen auf Facebook ändern. Ihr kennt ihn auch wahrscheinlich eher als das Fortuna-Brötchen. Das ist nämlich dein Blog. Genau. Und ich ging so rein und dachte, ja, Fortuna-Brötchen natürlich, es geht um Fußball. Natürlich, ne? Genau, das ist natürlich nicht der Fall. Ja. Wer weiß, was das Fortuna-Brötchen ist? Hallo, oder? Hallo. Doch, ist es hier? Ja, okay, wir wissen es jetzt alle. Also du bist hier in der Sofa. Ja, ich hab meine Du wirst es ja heute möglicherweise aufklären und dann auch genau. Unwissende
Unwissenden dein Wissen weitergeben können, was ein Fortuna-Brötchen ist. Ja, sehr gerne. Ja. Also, ich bin sehr froh, dass ihr euch alle gemeldet habt. Für die Kölner hier im Raume. Das Fortuna-Brötchen ist ein Brötchen, in der Mitte ein Schaumkuss sich befindet. Und ein Schokoschaumkuss. Und genau, da sieht man dann gleich ein bisschen was genau. Und da sieht man jetzt auch direkt, wie es gemacht wird. Ja, also wichtig ist auf jeden Fall auch der Druck. Um den Schaumkuss dann entsprechend klein zu kriegen und das Ganze dann hinterher auch in eine essbare Form zu bekommen. Ja, also ich muss mal gerade hier... Du hast so viele... Das Gehäkelte, ja. Womit fangen wir an? Ich habe mich gerade so ein bisschen vertan, aber das macht ja nichts. Ich gehe mal auf das Gehäkelte. Ja, das Gehäkelte. Ja, genau. Das war ich. Das ist schön. Ja, ja. Ich werde euer Applaus an meine Gattin weitergeben. Meine Frau ist begeisterte Handwerkerin. Stricken und Häkeln ist bei uns hoch im Kurs. Häkeln bevorzuge ich, weil eine Nadel klappert nicht so laut wie zwei. Ja. Sie hat gesagt, sollte jemand vor Weihnachten noch so ein Fortuna-Brötchen haben wollen, das wäre sehr, sehr teuer. Für Ostern nehmen wir noch Aufträge an. Du hast deinen Blog ja schon wahnsinnig lange. Ne? Also eigentlich bist du ja hier heute das Urgestein. Ja, vom Alter her sind wir ja eigentlich alle sehr ähnlich. Ja. Wann hast du angefangen zu bloggen? Diese Seite fortunabrötchen.de gibt es seit 2002. Ich habe aber insgesamt in diesen jetzt dann 15 Jahren oder 14 Jahren weniger Beiträge als alle hier geschafft. Also das heißt auch ungefähr 20 Beiträge in 14 Jahren. Ja. Mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Aber okay, das ist halt so. Rund um das Fortuna-Brötchen. Ne? Und ich meine, es ist natürlich auch ein spezielles Thema. Und das Tolle finde ich einfach auch gerade, dass Daniel hier ist mit dem Blog, was eben nicht regelmäßig sendet, ne? Also wo nicht jemand jeden Tag oder jede Woche oder regelmäßig was raushaut, sondern es geht ja darum, blog doch, was du willst und vor allem, wie oft du willst. Und du bloggst in der Tat einfach dann, wenn dir was von die Flinte kommt. So. Genau, das kann man so sagen. Ich habe auch was für heute Abend vorbereitet, einen neuen Blogbeitrag. Der ist jetzt aufgrund irgendwelcher Zeitverschiebungen schon raus und von dem einen oder anderen auf Twitter auch schon geliked worden. Aber er wäre vorprogrammiert und schon ein bisschen vorbereitet, aber er ist noch nicht ganz fertig. Also wer da jetzt schauen möchte, beim Fertigstellen könnt ihr gleich alle live dabei sein. Ja, das ist natürlich, ne, wenn so eine Moderatorin die Zeit nicht im Blick hat und zu fasziniert ist von den Menschen, die auf dem Sofa sitzen, dann geht so ein automatisierter Blogbeitrag schon mal raus. Genau, aber deswegen, der eine oder andere hat jetzt vielleicht schon ein bisschen Appetit bekommen. Also wenn du das Signal gibst, dann geht es weiter mit dem Beitrag. Ja, also, aber ne, bevor wir das machen, natürlich, ja, natürlich, würde ich noch einfach mal, weil es ist ja nicht nur das Fortuna-Brötchen, was du in deinem Blog hast. Es sind ja Sachen durch das Blog passiert, die ja eigentlich, an die man nicht sofort denken würde, wenn man das Fortuna-Brötchen sieht. Genau. Wir sind auch, da sprichst du jetzt sicherlich drauf an, eine kleine Gruppe von mehreren Jungs und Damen, die gerne und regelmäßig laufen. Durch den Düsseldorfer Süden, durch die Jücht, also den Rheinbogen zwischen Itter und Himmelgeist, entstanden ist das aus einer Gruppe von Kindergartenvätern. Wir hatten halt alle gleichzeitig unsere Kinder im selben Kindergarten in Düsseldorf-Itter und das eine Wort gab das andere und wir haben dann irgendwann mal regelmäßig angefangen zu laufen, immer dienstagsabends, 20 Uhr, das ist eine Zeit, wo dann die kleinen Kinder schon im Bett sind, Abendbrot fertig und dann konnten die Papas dann raus zum Laufen. Und deswegen haben wir uns halt regelmäßig getroffen. Das Fortuna-Brötchen kam dann in dem Moment ins Spiel, als es ging halt einen Namen zu finden. Und weil ich die Domäne fortunabrötchen.de schon vorher hatte, habe ich dann halt die Laufpapas Fortunabrötchen NEV, also nicht eingetragener Verein, in den Ring geworfen und ist auch direkt von der Truppe angenommen worden. Und seitdem sind wir die Fortunabrötchen und auf der einen oder anderen Laufveranstaltung ist das auch unser Vereinsname, mit dem wir da antreten. Zum Beispiel im Köln-Halbmarathon im Fortuna-Trikot gelaufen. Ja. Ja, und was? Ja, natürlich, klar. Auch wir. Ja, vor
vor allem habe ich entdeckt, dass ihr ja so ohnehin das Angenehme mit dem Nützlichen quasi verbindet. Und ihr seid von Düsseldorf mit vielen Fortuna-Brötchen nach Köln gelaufen. Genau, also es waren einige Fortuna-Brötchen da am Start. Also aber halt auch andere. Also das ist jetzt nicht die ganze Truppe, aber einige von uns sind halt dieser Fortuna-Brötchen-Kern. Und wie man es hier sieht, haben wir es tatsächlich gemacht mit dieser Lauftruppe, die sich da unregelmäßig trifft. Halt von, da sind wir von Hellerhof bis ins Früh gelaufen tatsächlich. Also Düsseldorf-Hellerhof, das sind 34, 35 Kilometer, immer schön am Rhein entlang, ein kleiner Schlenker um das Leverkusener Werk. Ja, und bis ins Früh und haben dann dort auch früh Kölsch getrunken. Ja, das ist mal toll. Ja, habe ich auch viel Zuspruch und Unterstützung für bekommen. Trinken verbindet, Essen verbindet, Laufen verbindet. Ist das eigentlich so das, was so das Block für dich, ist es so ein Zusammenbringer von Menschen? Also 2200 Fans hast du bei der Facebook-Seite von Fortuna Brötchen. Genau. Für ein, ne, ein Recht. Genau, und da passiert auch sehr selten was. Ja, also das ist halt tatsächlich. Ja, aber es ist immer mal wieder jemand neu dabei und ich freue mich dann auch über jeden, der dann kommt. Und wie gesagt, das macht dann halt schon Spaß, einfach da auch Reaktionen zu kriegen oder sowas. Ne? Ja. Ja, ohne Blog könntest du dir das überhaupt noch vorstellen nach der langen Zeit? Ja. Ja, also das ist, ich sag mal so, das Fortuna-Brötchen ist, wie gesagt, natürlich ein Thema, was dann schon irgendwann mal ausgereizt zu sein scheint. Ich meine, es gibt schon halt immer mal kleine Ideen oder Rezeptvarianten, die ich dann ins Spiel bringe. Aber das Thema an sich ist natürlich schon begrenzt. Ja? Und deswegen das mit dem Laufen, das ergänzt sich da gut. Aber es gibt halt immer wieder Geschichten, die dann da irgendwo reinpassen. Genau. Ja, es gibt ja sämtliche Rezepte auf dem Blog und auch eine Datenbank mit genau. Eine Bäckerei-Datenbank, die übrigens auch gerne noch gefüllt werden darf. Genau, ich habe mal angefangen, hier ein paar Bäckereien, Restaurants oder ähnliches zu sammeln. Es ist auch nur eine sehr kurze Liste, deswegen, also ihr seht, meine Intensität ist da B, aber wenn jemand von euch einen guten Fortuna-Brötchen-Dealer kennt, ja, bin ich sehr gerne da auf Tipps angewiesen und ihr könnt da in die Datenbank einfach reinschreiben, wo ihr zu welchem Kurs was für ein Fortuna-Brötchen bekommen habt. Und bevor wir zu dem, ne, das Rezept jetzt mal zur Vollendung führen, du hast ja noch eine geheime Leidenschaft, ja. Über die du ja gar nicht so gerne sprichst, aber genau. Wir sind ja unter uns. Ne? Ja. Also, genau. Also, ne, bei Twitter ja nicht unbedingt als Fortuna-Brötchen unterwegs, sondern du hast da noch einen Account laufen. Genau, ja, das ist richtig. Möchtest du ihn verraten? Ich hab, dann bin ja ein bisschen in der Zwickmühle. Ich habe eine 14-jährige Tochter, ja, die manche Sachen peinlich findet, die ich mache. Und ich habe gesagt, ich darf das nicht sagen. Aber es ist so. Aber ich habe auch gesagt, wenn ich gefragt werde, kann ich nicht lügen. Also er ist der Rheinbahnreimer bei Twitter. Ja. Aber nicht verraten. Okay. Also soll jetzt hier so ein bisschen Internet und so ist okay, aber es darf halt nicht so sein, dass die Freundinnen meiner Tochter das irgendwie rauskriegen können. Das ist jetzt ja eine Sache. Ralf, bitte. Genau, Snapchat wäre jetzt ganz schlecht. Instagram auch. Nicht bitte benutzen jetzt. Ne? Twitter ist okay, Facebook ist auch okay, aber ja. Also ja. Schweigen macht drei Fortuna-Brötchen und zwei Pilz. Ja, wir haben ja was vorbereitet gerade. Wir haben was vorbereitet. Da können wir da eigentlich hier auch fast das wieder ausmachen, obwohl wir genau. Auf den hier. Ja. Wir haben, du hast was mitgebracht. Ich habe was mitgebracht. Jetzt kannst du es auspacken. Ah, endlich. Ja. Also es ist für ein Fortuna-Brötchen immens wichtig, gute Brötchen zu haben. Darf ich assistieren? Ja, du darfst. Sehr gut. Weil ich muss, das habe ich ja jetzt auch gerade gesagt, der Beitrag war ja schon ein bisschen vorgeplant, es fehlen noch nur die Bilder. Deswegen, ich muss zwischendurch das ein oder andere Foto jetzt machen. Danke. Du hilfst mir, das ist super. Ich assistiere doch gern. Ja, also das fängt damit an, wir brauchen gute Brötchen. Hierbei handelt es sich um das Wibbelchen
des Stadtbäckers. Ja, also Westerholzmann oder wie er heißt. In Düsseldorfer Süden der Stadtbäcker mit so gelben Dings. Ja, ein Dinkelbrötchen mit feinem Dinkelmehl. Okay, danke. Das Brötchen muss jetzt aufgeschnitten werden. Dürfen wir hier krümeln? Ja, ja, ich habe es jetzt. Das ist natürlich super, wenn das Blocksofa direkt von Anfang an ordentlich gekrübbelt. Nein. Bitte aufschneiden jetzt. Ja, danke. Mach ich das richtig? Ja, das ist sehr, sehr, sehr gut. Das machst du nicht zum ersten Mal. Nein, das ist ganz toll. Ja, 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 genau. So, die zwei Hälften, wunderbar. So, jetzt kommt, wo ich freue mich. Beim Discounter unseres Vertrauens gibt es im Moment etwas, was, wenn man jetzt kein Twitter hätte, vielleicht ganz normal wäre, aber Super Dickmanns dicke Nüsse. Da kann man nicht drauf kommen. Ja? Also es sind, und vor allen Dingen, ihr müsst euch, wieder, ich habe das jetzt auf meinem Blog schon drauf und das Foto gemacht, ihr müsst euch dieses Eichhörnchen angucken, wie glücklich dieses Eichhörnchen guckt. Ist doch ein Traum, oder? Ja, also, das Eichhörnchen. Du kannst, geh mal ins Blog, das ist schon, weil ich... Es ist schon unter dem Menüpunkt Rezepte. Ist es schon verlinkt? Es ist ja auch Schnee drauf abgebildet. Vielleicht hat das ja vorher, wie soll ich sagen, sieht nicht aus, als sei das sehr drogenfrei. Stefan, euer Nein, ich habe keinen Werbevertrag. Ich habe die Firma Dickmann auch in meinem Blog nicht erwähnt. Ich habe gesagt, ein Schaumkusshersteller. Ja, aber es ist wirklich... Das kann man... Wir bewahren es auf. Das ist für dann. Ja, du darfst es jetzt öffnen, Dicke. Ja. Also wie gesagt, hier gibt es extra das Blogposting hier. Ja, also da habe ich vorhin die Brötchen gekauft, bei uns in Holthausen. Das Gemüllchen, 45 Cent. Super Dickmanns dicke Nüsse. Kann man das erkennen? Es ist wirklich unglaublich. Also man könnte es, ja. Ist doch Droge, oder? Gut. So, ja. Wir brauchen jetzt bitte 5 von den dicken Nüssen, die wir jetzt mal einfach auf das A stellen. Wir brauchen das A jetzt als 5. Bitte 5 dicke Nüsse auf das A. Aber nicht drauf. Wir haben ja noch Nippel. Nein, da machen wir das. Das machen wir gleich auf dem Tisch hier. Nippel, das kann man nicht machen. Das geht doch nicht. Das ist nicht auf Facebook erlaubt. Das sind gut, die Dinger, ne? Also ich, ja. Okay. Ja doch, so ist egal. Wir sind ja jetzt hier auf der Bühne zu 5. Das ist super. Okay. So, okay, wunderbar. Wir sind jetzt schon 20. Zur Herrschaft, ja, das ist aber auch, ist ja, ich habe auch oft überlegt, ob ich damit in die Kategorie Foodblogger gehöre. Das ist ja auch eine eigene Kategorie. Ja, absolut. Ja, und eigentlich schon, oder? Ist vegan. Also, das ist vegetarisch auf jeden Fall, vegan bin ich mir. Vollwertige Ernährung. Auch das ist wieder der Bogen zum Laufen. Vor einem langen Lauf, Halbmarathon, Marathon, muss man was Leichtes frühstücken. Also am besten ist es tatsächlich ein helles, weißes Brötchen. Entweder mit Nussnougat-Creme, aber noch besser mit einem Schaumkuss drin. Da kann man wirklich super anlaufen. Es ist viel besser als beispielsweise Müsli, Körnerbrötchen oder ähnliches. Genau, wie geht's auch, okay. Genau. Was muss ich machen? Wir platzieren jetzt eine dicke Nuss auf dem Brötchen. So, Achtung. Ja, sehr schön, sehr schön. So, und jetzt darf die Kölnerin im Raum das tun, was sagt. Ich bin so aufgeregt. Aber ich halte das Mikrofon an. Ich hoffe, dass es jetzt bei denen auch so geht. Und ich matsche jetzt, oder wie? Einfach zack.
Du kannst es langsam drücken, du kannst schnell, aber es ist langsam, ist auch okay. Oh. Habt ihr das Geräusch gehört? Ja. Habt ihr gehört? Ja. Das ist, okay, super. Jetzt dürfen die anderen aber selber quetschen. Ja, also, Yippie. Bitte einmal quetschen. Dankeschön. Sollen wir das synchron machen? Ja, wir können das. Ja, machen gerne das. Und du hast dem ganzen Rezept ja einen Namen gegeben, ja? Genau. Also, nimmst du das? Also, könnt ihr im Chor? Ja. Ja, ich habe mein Mikrofon verloren. Ich kann, Ja. Also, du hast dem ganzen Rezept auch genau einen Namen gegeben. Genau. Also, das ist Nuss- und Noisette-Füllung in der dicken Nuss, ja? Und deswegen ist es das Fortune-Noisette-Brötchen. Also, danke. Darf ich dir zur Hand geben? Ich würde mich freuen, wenn es noch... Warte. Gib das Kommando. Ja, okay, ihr dürft auch. Ja, 1, 2, 3. Okay. Mit dieser wunderbaren Produktvorführung beschließen wir auch den heutigen Abend. Ich freue mich sehr. Kann man auch Thermomix machen? Thermomix? Nein. Ich will vorher das Brötchen backen, Thermomix, ich weiß nicht. Wir haben keinen Thermomix. Wir haben Hefenadel. Ich freue mich sehr, dass Micha, der jetzt gerade unbedingt Bilder machen muss von seinem Fortuna-Brötchen, Alexandra, die schon reinbeißt, sehr gut, Sebastian auch und Daniel da waren bei dieser Premiere des Blog-Sofas. Und natürlich essen wir euch hier keinen vor. Es ist so, dass zur Feier der Premiere gibt es drüben, wo es die Getränke gibt, jetzt Fortuna-Brötchen für alle. Wenn ihr noch Fragen habt an die Menschen, die heute hier heute auf dem Blocksofa gesessen haben und es feierlich mit eingekrümelt haben zur Premiere, ihr seid noch da, ihr seid auch im Digitalen da und schön, dass ihr da wart. Ich glaube, wir sind Trending Topic, irgendwie wir trenden bei Twitter, ihr habt also auch fleißig getwittert, ey super. Das ist schön. Dadurch, den Bloggern ein Zuhause, natürlich wohnen wir alle zusammen als Nachbarn im Digitalen miteinander. Und heute hat sich da mal die Düsseldorfer Nachbarschaft auch mal hier in echt getroffen. Denn es ist auch so, alle vier, die hier waren, haben sich heute zum ersten Mal auch in echt hier kennengelernt. Also sich heute auch mal in die Augen geguckt. Ja. Genau. Was ich dazu sagen darf, Sebastian hat mich und seine Frau haben mich vorhin mit hier hingenommen, weil er Luftlinie ungefähr 400 Meter von mir weg wohnt. Und wir texten schon sehr lange uns gegenseitig an und wenn ihr Fotos auf Instagram von Düsseldorf Itter findet, sind die entweder von Sebastian oder von mir, wir machen so einen kleinen Battle, ja. Aber wir haben uns tatsächlich in echt nur einmal von Ferne gesehen, aber wir haben noch nicht in echt miteinander gesprochen. Ja, ich war beim Joggen, ja, genau. Und deswegen, ich habe mich auch sehr gefreut, heute hier sein zu dürfen und dass wir uns hier getroffen haben. Und ich bedanke mich auch sehr für die Einladung hier an Stefan und das Team von der Stadtbücher. Ja, toll, dass ihr da wart. Toll, dass ihr da wart. Und einen schönen Abend. So. Oh, es gibt Geschenke. Es gibt noch eine Überraschung. Und zwar erstmal ein rotes Dankeschön an Wiebke für die tolle Moderation für unser erstes. Trinken, wir haben heute alles da. Ja, vielen Dank. Blumen. Fotos ja, Blumen ja, aber keine Fotos, kenne ich immer noch. Nein, okay. Der war klar. Also vielen Dank nochmal an alle, auch die heute hier waren. Ich glaube, ich hoffe, allen großen Spaß gemacht. Wir kommen gleich sicher noch ins Gespräch. Wir hatten eine Frage bei Twitter. Wir hatten vorher gesprochen. Ah, stimmt, genau. Was hat Twitter gefragt? Twitter hat gefragt, ob Alexandra Wehrmann auch einen Twitter-Account hat und warum generell so viele Blogger keinen Twitter-Account haben. War eine These, die aufgestellt wurde und in den Raum gestellt wurde.
kann ich nicht bestätigen, weiß ich nicht. Aber kann man vielleicht auch gleich noch drüber. Ich bin total oldschool unterwegs. Also ich nutze auch kein WhatsApp. Ich hab ein Handy, ne, was immer ausgeschaltet ist. Okay. Das kommt manchmal nicht so richtig gut, je nachdem. Ja. Okay, vielen Dank. Ich mag's. Okay, vielleicht kann man das gleich noch beantworten. Weiß Würde ich auch sagen. Twitter haben wir gleich noch was dazu, ne, dass Blogs Slow Media sind. Was wir jetzt noch haben, ist ein kleines Dankeschön an alle vier Bloggerinnen und Blogger, die heute hier waren. Und zwar eine Kundenkarte für die Stadtbücherei. Also einmal müsst ihr damit in die Bibliothek kommen, um euch anzumelden, wenn ihr die nutzen möchtet. Danach könnt ihr aber auch E-Books ausleihen und digitale Zeitschriften. Also könnt ihr auch digitale Angebote nutzen. Aber ein Dankeschön dafür. Dass ihr heute hier wart, dabei wart und ja, toll wart, hoffe ich für alle. Und wir wollen das weiter fortsetzen, nächstes Jahr mit 3-mal im Jahr und jeweils das auch unter ein bestimmtes Thema stellen. Also jetzt bei Düsseldorf, wir haben als Einstieg und wir werden das bekannt geben über die üblichen Kanäle und dann laden wir wieder ein. Ja, die drei Musketiere der Stadtbücherei, Stefan, stürzen. Na, wir können jetzt stürzen uns auf die Zeit. Das ist mein Blogbeitrag ist auch gleich. Ich habe jetzt alle Namen. Ich weiß es nicht. Das kommt aber mal rein. Okay. Das heißt, da steht schon unser Name.